Der gesamte Yu-Gi-Oh! Anime in einem Video. Von Exodia bis zum Weißen Drachen und den ägyptischen Göttern. Anime-Minuten wird zu Anime in Stunden. Mischt euer Deck und macht eure Duel-List bereit. Heute gibt es einen absoluten Nostalgie-Trip ins Reich der Duellanten. Das folgende ist eine Fanzusammenfassung, die nur zur Unterhaltung dient und die Originalserie Yu-Gi-Oh! Nicht ersetzen soll. Yu-Gi-Oh! Gehört Shueisha, Kazuki Takahashi, Studio Galop und Konami. Bitte unterstützt die offizielle Veröffentlichung. Unsere Story beginnt also hier mit Yugi, der mit Joey zusammen eine Runde Duel Monster spielt. Dabei spielt Joey auch ein Monster, was Yugi an seinen besten Freund erinnert. Yugis Großvater besitzt dabei auch einen Kartenshop voller Yu-Gi-Oh! Karten. Er flext dann auch bei seinen Friendos mit dem legendären weißen Drachen mit Iced Out Blick. Nur stürmt dabei der stinkreiche Seto Kaiba rein, der auch hier einen hohen Preis bietet, um die Karte eben abzukaufen. Doch sein Großvater lehnt dabei natürlich ab. Was tut Kaiba also? Richtig, er entführt Yugis Opa, zwingt ihn um 3 Uhr morgens zu einem Spiel, besiegt ihn, weil der OP nicht mal wusste, wo er war, und zerreißt dann seine Karte. Yugi lässt das Ganze hier aber nicht mit sich machen. Er nimmt die Karten seines Opa und stellt sich hier Kaiba. Ach ja, und seine Freundin Thea denkt hier, sie wäre richtig innovativ, indem sie einfach mal einen scheiß Emoji in ihre Hände tätowiert. Ja, und wegen komischen ägyptischen Göttern oder so wird Yugi dann einfach mal zu Yami. Na schön, jetzt bin ich dran. Hier kommt der geflügelte Drache! Wirklich, Bruder, du warst ja tausend im Tiefschlaf, nur um dann wiederzukehren und einen verdammten Bootleg-weißen Drachen zu beschwören? Ja, Kaiba konnte das Ganze hier mit seinem Clown. Er boostet ihn auch und ist damit nun stärker. Yugi zieht dann zwar nur Müll, aber hält irgendwie durch. Nur ruft Kaiba Boy dann den weißen Drachen mit eiskaltem Blick. Und ja, das war noch die Yu-Gi-Oh! Meta, wo man einfach alles spielen kann, was man möchte. Aber hey, immer noch besser als von irgendwelchen Anime-Loli-Girls ständig gekontert zu werden. Yugi juckt das Ganze hier aber nicht wirklich. Mit den Lichtschwertern kann er hier nämlich noch ein bisschen auf Zeit spielen und holt seinen Homeboy, den dunklen Magier, dazu. Leider nukt der weiße Drache mit eiskaltem Blick diesen einfach weg. Ja, die Lichtschwerter funktionieren irgendwie bei dem einen nicht. Aber ignoriert die Regeln, denn Yugi spürt hier das Herz der Karten. Seine Freundschaft gönnt ihm nämlich hier das letzte Stück von Exodia. Wenn man nämlich alle 5 parat hat, darf man seinen Gegner, naja, mit fetter Dubstep-Mucke wegbumsen. Und lass mich eine Sache sagen, Kaiba hat echt Glück, dass Yugi nicht das 6. Stück von Exodia gezogen hat. By the way, ist durch den Mindcrush Kaiba dann auch eine nettere Person geworden. Mit seinem Großvater, der sein Koba überlebt hat, kommen wir also wieder zu School Business. Wo Yugi Joey mitteilt, dass er Braindead ist, weil er nur mit Müllkarten wie den Soldaten von Lancer kämpft. Außerdem hat er weder Zauber noch Fallenkarten in seinem Deck. Erst einmal bekommt Yugi dann aber Post, nämlich eine VHS-Kassette. Jedenfalls ist auf dem Ding eine Aufnahme von Maximilian Pegasus drauf. Ja, er kann irgendwie hier mit seiner Magie Yugi zu einem Duell herausfordern. Bruder, du brauchst doch nicht so flexen, du hättest einfach auf den Discord kommen können. Jedenfalls hat er hier auch heftige Hacks, weil er einfach mal die Karten von Yugi in seiner Hand sehen kann. Erklärt auch Yugi hier auf, dass er nicht nur das Spiel Duel Monster erfunden hat, nein, es ist eigentlich ein antikes Spiel der Ägypter, die sie gespielt haben, während die Sklaven, die sie hatten, 22 Stunden lang pro Tag gearbeitet hatten. Aber nein, nein, natürlich nicht. Ich meine, im alten Ägypten waren alle Arbeiter große Architekten, die unter super Bedingungen gelebt haben. Naja, zurück zum Plot. Vor 5000 Jahren wurde das Spiel der Schatten nämlich verbannt. Nun ist es aber mit den 7 Millenniumsgegenständen zurück. Yugi ist zwar hier am Gewinn, aber bevor ihr Duell zu Ende gehen kann, nimmt Pegasus sich einfach mal die Seele seines Großvaters mit, damit er eben eine Versicherung hat, dass Yugi bei seinem Königreich der Duellanten mitmischen würde. Junge, wir sind 2 Folgen deep und der Bruder wurde 2-mal auf Prinzessin Peach angelehnt entführt. Er hat hier aber keine Angst, denn als er damals sein Millenniums-Puzzle zusammengewürfelt hat, hat er sich schließlich einen besten Freund gewünscht. Und ja, Tristan und Joey haben ihn eigentlich übertrieben gemobbt, aber auch sie wurden seine Friendos. Yugi gibt dabei auch Joey ein paar von seinen Sternen ab, damit auch er am Königreich der Duellanten mitmachen darf. Er braucht das Preisgeld nämlich hier für seine Schwester, die eine Operation braucht, um wieder sehen zu können. Angekommen an Bord macht dann Weevil auf übelsten 31er und fetzt Yugis mächtige Exodia einfach mal weg. Ja, auch wenn das traurig ist, hey, ich habe gute News, Tristan ist auch mit dabei, cool. Also, angekommen beim Turnier-Arc von Pegasus, erfahren wir, dass man insgesamt 10 Sterne gewinnen muss, um ins Finale zu kommen. Außerdem gibt es hier immer noch keine Regeln, dass man Monster opfern muss, um Stärkeres zu spielen, und sie spielen nur mit 2000 Life Points. Yugi will hier also sofort Rache nehmen und spielt sofort gegen die Ratte Weevil. Und obwohl die Monster die gleiche ATK haben, wird das von Yugi sofort zerstört. Weevil nutzt hier nämlich den Fate-Bonus des Königreichs der Duellanten aus.
Weil Yugi das aber auch sofort gecheckt hat, hat er sein Mammut gewählt, was die gleiche ATK hat wie das Monster von Weevil. Und ich sag euch ehrlich, diese Duelle hier laufen so ab, dass sich beide Duellanten irgendwas ausdenken und der Kreativere gewinnt. Yugi Boy hat hier nochmal seine knackige Spiegelkraft in der Hand und kann Weevil kontern. Und ich weiß auch nicht, warum er dabei Lebenspunkte verliert. Leider hat Weevil mit seiner Motte hier noch eine Trumpfkarte. Er verschmilzt nämlich das Ding mit seinem Kokon und ruft so einfach mal Super Perfect Cell aufs Spielfeld. Yugi cheatet dann aber wieder und fusioniert sein Monster in Weevils Battle Phase. Wegen der Aura von Super Perfect Cell kommt es aber dazu, dass Yugis Punkte immer mehr Angriffspunkte verliert. Damit sieht er also hier einer Niederlage entgegen. Doch was Weevil nicht weiß, ist, dass Yugi das alles geplant hat. Mit den Prototypen von Obelisk dem Peiniger, nämlich den herbeigerufenen Totenkopf, beendet er nämlich hier das Duell und snackt sich von Weevil 2 Sterne. Doch vorher wird es Zeit für ein Dinner. Ja, war klar, dass ich den bringe. Also Freunde, willkommen zum heutigen Sponsor, nämlich HelloFresh. Ein absolut fresher Dienst, der euch euer Essen nach Hause liefert zum selbst nachkochen. Dabei bietet HelloFresh natürlich absolut nice Speisekarten. Und wir werden jetzt mal ein bisschen kochen. Ja, meine Damen und Herren, ihr habt richtig gehört. Willkommen im Spezialsegment von Anime Minuten. Kochen in Sekunden. Also, nachdem ihr eure Lieferung bekommen habt und alles ausgepackt habt, müsst ihr nur der Anleitung folgen. Ist eigentlich super easy. Ich habe mir dabei Hackbällchen in Senfsoße ausgesucht. Als allererstes habe ich hier das Wasser zum Kochen gebracht, wie damals Cell Son Gohan. Diesen Son Gohan dann ins Wasser gehauen mit seinem Vater Kakarot und den anderen Saiyajin-Gemüse. Nachdem das dann fertig geköchelt hat, gab es erstmal 10 Minuten Pause für Gohan und in der Zwischenzeit habe ich das Meat ordentlich gebietet. Während die dann ans Braten gehen, mache ich die Soße. Hierzu wird einfach Wasser, Sahne, Rinderbrühe und korniger Senf angemischt, als wäre ich bei Breaking Bad. Nach einer Weile darf das Fleisch dann auch mal raus, wir gießen das Fett weg und dann haben die Fleischbällchen nochmal ein Date mit der Soße. Das köchelt dann auch nochmal 10 Minuten, wir richten an und schon ist unser Mittagessen fertig. Okay, also, wir gucken jetzt mal, ob ich geguckt habe oder nicht. Digga, ich kann kochen. Und nun seid ihr in der Reihe, den Kochlöffel zu schwingen, wie die legendäre Augenbraue. In meiner Videobeschreibung findet ihr den Link von HelloFresh. Sollte das ganz interessant für euch sein, könnt ihr diesen Kanal hier und den zukünftigen Content damit unterstützen, wenn ihr das Ganze mal abcheckt. Ich bedanke mich bei HelloFresh fürs Sponsoren des Videos und wir machen weiter. Joey geht es dann aber irgendwie nicht so toll, denn am Meer realisiert er nämlich, dass er nie wirklich frei ist. Wenn er seine Schwester nicht wieder heilen kann. Und deswegen nimmt er auch hier die Herausforderung von May Valentine an. Auch wenn sie nur gegen ihn spielen möchte, weil sie glaubt, dass er der Schwächste ist. Sie playt ihn auch absolut damit, dass sie nicht mal ihre Karten anschaut. Mit ihrer Harpyon Lady gibt sie ihm dabei den Laufpass. Da hilft ihm auch nicht sein komischer Tiger von der Frosty Kellogg's Packung. Und weil sie ihrer Harpyon Lady ein neues Outfit für ihren OnlyFans-Account spendiert, kackt Joey hier richtig rein. Also schaltet sich der Pharao ein und droppt ihm einen Satz. Was kann man sehen? Bleibt aber ungesehen. So versteht Joey also, dass Mai ihre Karten mit Parfüm eingespült hat, um sie unterscheiden zu können. Das ist ein richtiger Power Move. Ja, leider bringt diese ganze Information Joey rein gar nichts, wenn er mit Agumons Cousin in den Kampf ziehen möchte. Ich meine, mit dem ganzen Squad von Mais Harpyon OnlyFans Girls wird es auch echt schwierig. Joey kommt dann aber einfach mal mit seinem RNG-Monster, dem Zauberer der Zeit. So spult er seinen Drachen vor und auch die Harpyon Girls. Sie verlieren also Abonnenten, weil sie alt und schrumpelig werden, was dazu führt, dass sie auch schwächer werden. Womit Joey Abi dann ziemlich einfach abräumen kann. Gleich danach machen unsere Leute auch Bekanntschaft mit Marco Tsunami, der Yugi hier herausfordert. Ihr Kampffeld ist dabei auch in Wasser und Land verteilt. Dadurch sieht Yugi auch nicht, welches Kappador Marco gerade spielt. Er macht also auf Pokémon und versucht ihn mit einer Elektroattacke zu kontern, was natürlich nicht klappt. Yugi spielt dann also einen Wolf und boostet ihn mit dem Mond. Marco zerstört aber einfach mal all seine Monster und damit wird das ganze Feld zu einem Wasserfeld. Dann entscheidet er sich mitten im Duell über seinen Dad zu reden, der damals gestorben ist, weil sie damals eben auf eine miese Welle gestoßen sind. Yugi juckt das Ganze aber überhaupt nicht und spielt dann ein Monster, was mehr Tiefe hat als der Flashback von Marco. Nämlich den Stein. Mit diesem greift er seine Karte an und zerstört den Mond. Die Gezeiten ändern sich damit und der Freibad-Nachmittag für Marcos Monster ist damit vorbei. Also, Bruder, im Kartenspiel ist Yugi echt scheiße, aber Mann, ist der Bruder kreativ.
Jedenfalls kann er hier gewinnen, weswegen Marco einfach mal nach Hause schwimmt. Pegasus, der aktuell ziemlich viel Spaß mit seinem neuen Manga hat, wird dann gestört, weil Kaibas Bruder, den er gefangen hat, die Flucht ergriffen hat. Viel wichtiger ist hier aber, dass Tristan einfach mal einen Dragon Ball Z-Fight mit der Security hat, den er verliert. Er wollte hier eigentlich nur einen Typen verteidigen, der meinte, dass ihm jemand einen Stern geklaut hat. Und derjenige, der ihn beklaut hat, ist sogar Mokuba. Er ist auch nur hier gelandet, weil Kaiba so eine Bitch in seiner Niederlage gegen Yugi war, dass er sein Milliardenunternehmen seinem 11-jährigen Bruder anvertraut hatte, damit er auf eine spirituelle Reise gehen kann. Pegasus hat das Ganze ausgenutzt, um sich eben die Kaiba Corporation unter den Nagel zu reißen. Und was tut Mokuba nach dieser wilden Story? Ja, er gibt Yugi die Schuld, weil dieser seinen Bro in einem Kartenspiel auseinandergenommen hat. Er klaut also hier einfach mal so die Sterne von Yugi. Yugi gibt ihm dann aber einen TED-Talk, dass sein Bruder schon bald zurückkehren wird und er mal seine Eier chillen soll. Außerdem wird Yugi für ihn eben Pegasus besiegen. Mokuba kommt dann zur Vernunft, kann aber die Sterne, die er schon geklaut hat, von den anderen Teilnehmern nicht wiedergeben, weil sie schon weg sind. Dabei gehen dann auch ein paar von Yugi Sternen flöten. Nebenbei wird es für Kaiba dann extrem ernst. Aber das ist kein Problem, weil er ist einfach mal der John Wick der Kartenspiele und zieht hier durch. Nur muss er dabei seine Waifu zurücklassen. Was aber gar nicht so schlimm ist, weil Yugi jetzt irgendwie gegen einen Zombie-Kaiba spielen muss, der sein Deck hat. Yugi macht hier so keine halben Sachen und raidet ihn mit seinem schwarzen Magier. Und ja, der echte Kaiba konnte natürlich irgendwie fliehen und findet raus, dass Pegasus sich seine Firma gesnackt hat. Weswegen er sich nun auch aufmacht zum Königreich der Duellanten. Ist auch besser so, weil Zombie Kaiba spielt einfach mal an seiner Waifu rum. Yugi dribbelt ihn deswegen mit seinen magischen Hüten. Dabei wird auch Yugis Falle ausgelöst und die Turns werden getabled. Womit der dunkle Magier den Blauäugigen auseinandernimmt. Also spielt Zombie Kaiba einfach noch ein. Aber keine Sorge, Kaiba hat nämlich, naja, von weit weg irgendwie einen Virus auf seinen weißen Drachen installiert, weswegen dieser in dem Kartenspiel für Kinder jetzt seine Angriffspunkte verliert. Damit fliegt auch für Yugi die wahre Identität von Zombie Kaiba auf. Um Kaibas Drachen dann zu kontern, kommt Yugi mit seiner eigenen blauen Waifu an. Die Waifu von dem Clown korbt er dann und mit Wiedergeburt holt er sich eine weitere Waifu dazu. Seine Waifu boostet die andere durch eine Zauberkarte und so kann Yugi das Duell hier gewinnen. Außerdem raidet der Pharao das Gehirn von dem Typen. Dieses Duell brachte ihm hier 3 Sterne ein, aber Mokuba ist einfach abgezogen. Weil Mai sich dann auch mal mit Rex Raptor zusammentut, fordern sie wieder Joey heraus. Rex wurde auch hier Tier 3 Onlyfans Bilder von Mai versprochen. Deswegen hat er hier richtig Bock zu fighten. Doch dieses Mal fordert Mai, dass Joey keine Hilfe von Yugi bekommen darf. Joey willigt natürlich ein, weil er sich beweisen möchte, dass er auch alleine seine Schwester retten kann. Da er aber dumm wie scheiße ist, verkackt er hier sofort. Tristan, by the way, ist hier auch voll sauer, dass Joey nicht ihre Hilfe annehmen möchte. Mit seinem Ass, dem Flammenschwertkämpfer, schafft er es dann wirklich, die Oberen zu gewinnen. Doch leider hat Rex komischer Drache mehr Angriffspunkte. Doch mit der Karte von seinem wahren besten Freund, Tristan, boostet er hier seinen eigenen Ogre und kann so gewinnen. Weil die beiden Karten sich eben gegenseitig geboostet haben, wie eben Tristan und Joey. Naja, Rex hat aber hier noch sein Ass, nämlich den schwarzen Rotaugendrachen. Das plus ein kleines Power-Up macht es ganz schön schwierig für Joey. Weil Rex sich hier auch ziemlich sicher fühlt, will er hier einen Deal machen, dass der Gewinner des Duells die beste Karte des anderen bekommt. Er möchte nämlich den Zauberer der Zeit bekommen, um danach Mai besiegen zu können. Also nutzt Joey auch hier sofort sein Bossmonster und die RNG-Götter sind auf seiner Seite. Er kann den Rotaugendrachen also ordentlich alt werden lassen, das Duell gewinnen und freundet sich wieder mit Tristan an. Außerdem kommt der Rotauge echt knackig in seinem Deck. Also, in der Nacht freunden sie sich dann doch nochmal mit Mai an und essen ihre kompletten Vorräte auf. Dabei erfahren sie auch, dass sie Duellantin geworden ist, weil sie abgefuckt war von der ganzen Gier der Menschen beim Pokern. Ja, eine nice Curry und eine Pepsi später zieht Mai dann wieder ab. Weil sie in diesem Turnier eben noch gegen Yugi spielen möchte, muss sie sich alleine beweisen. Leider wird sie dabei entführt. Unsere Truppe trifft dann auch mal auf ihren Schulkameraden Bakura. Auf alte Schultage angelehnt spielt Bakura auch hier mit seinem Deck dann gegen Yugi. Nur hat Yugi ein Handicap, weil die Freundschaft zugeschlagen hat und die dachten, es wäre eine coole Idee, sein Deck mit ihren Karten zu füllen. Bakura hat das Ganze aber extra eingefädelt, weil er hier seinen Millenniumsgegenstand enthüllt und sie zu einem Spiel der Schatten zwingt. Doch ganz so einfach wird es hier nicht, da der Pharao immer noch am Start ist. Jedenfalls will dieser andere Bakura alle Millenniumsgegenstände sammeln, um die Welt zu beherrschen. Dabei kommt es dazu, dass Yugis Freunde einfach mal zu den Karten werden und wenn sie auf den Friedhof gelangen, dann sterben sie auch, wenn der Todesgott sie beim Versteckenpacken erwischt. Mit Joey läuft es im Kampf dann aber besser. Weil Bakura die Bannliste aber egal ist, kann er hier mit seinem Verwandlungsflug einfach mal das Feld nuken. So kann Yami aber mal seinen Yugi-Magier spielen und auch seine Wiedergeburt für
Tristan verschwenden. Dadurch kommen die Friendos auch mal auf das Geheimnis, dass Yugi schon die ganze Zeit lang den Pharao spielen lässt. Joey ist dabei aber voll der Ehrenmann und greift extra ein Monster an, bei dem er sterben würde, damit Yami mit einer Falle beide Monster nuken kann. Dank Teas Effekt kann Yami sich aber Wiedergeburt zurückholen und Joey wieder aufs Feld bringen. Bakudo übernimmt dann aber einfach Yugi mit der Karte Überläufer. Aber das funktioniert nicht, weil der echte Bakura weigert sich einfach, übernimmt ein Monster und lässt sich dann besiegen. Somit ist der echte wieder zurück und erzählt, dass sein Vater den Millenniumsring aus Ägypten gesnackt hat. Wir sehen dann mal, dass Mai von irgendeinem mysteriösen Typen geraidet wurde. Yugi kommt also dazu und ballert eine Runde alles oder nichts, um ihre Chips zurückzubekommen. Weil der Brie aber 8 Chips von Mai hat und Yugi nur 2, muss Yugi das hier damit kompensieren, dass er unter Feuer duelliert. Und warum die Arena das kann, weiß ich auch nicht. Der böse Bösi spielt dabei auch einfach mal die Karte Mickey Maus Wunderhaus, womit Yugi auch nicht mehr das Feld seines Gegners sehen kann und damit untergeht. Er greift also dabei zu seinem Drachen, um kurz Licht zu haben. Gleich danach spielt er seine Trumpfkarte, die Lichtschwerter, mit denen er das Feld jetzt erhellen kann. Noch spielt er sie aber nicht. Er ist hier nämlich fett am Bluffen. Denn sein Gegner kann hier zwar seine verdeckte Karte zerstören, aber es waren nicht die Lichtschwerter. Yugi hat nämlich extra eine andere gelegt, die sich jetzt auslöst und seine Monster festsetzt. Danach setzt er die Lichtschwerter erst ein. Er wartet dann irgendwie alle Züge der Lichtschwerter ab und kichert nur rum. Dann holt er seinen Gaia-Drachenboy raus und kombiniert das Ganze mit seiner Katapult-Schildkröte. Damit kann er nämlich das Mickey-Maus-Wunderhaus zerstören. Yugi verliert zwar Lebenspunkte, aber weil Gaia den Schwebering des Schlosses zerstört hat, bricht sein Haus zusammen und erledigt die anderen Monster. Und ja, das ist wirklich der Plot von diesem Duell. Weil der böse Böse also verloren hat, möchte er Yugi mit Flammen umbringen. Der Pharao spricht aber irgendwie einen Zauberspruch aus und bringt ihn dann um. Naja, wie dem auch sei. Mai möchte dann ihre Chips nicht annehmen, aber Joey macht ihr klar, dass es keine Schande ist, Hilfe zu bekommen, wenn man dafür seinen Traum erreicht. Und damit landet auch einfach mal so Seto Kaiba bei ihm. So kann Yugi ihn auch sein Deck zurückgeben. Joey nervt hier warum, weil er es nicht fair findet, dass Kaiba einfach ohne Battle Chips sofort gegen Pegasus spielen möchte. Kaiba möchte daraufhin seine Arroganz brechen und duelliert sich mit ihm. Außerdem testet er dabei Kaibas neues Dual-Disc-System. Ja, bevor nämlich die Dual-Disc rauskam, haben sie mit Beyblade-Technologie gespielt. Doch Joey Joeys Rotauge kann hier nicht mit den Ice-Out-Augen mithalten. Wie alt, wenn Gojo gegen Madara kämpfen würde. Junge, Joey hat so heftig auf die Fresse bekommen, dass er danach sogar Albträume hat, wie Kaiba ihn einfach einen Loser nennt. Und sein nächstes Duell läuft dabei mehr Tokyo Revenge-mäßig ab. So wird Joey also gefangen genommen und gezwungen, auf Rising of the Shield Hero Staffel 2 zu spielen. Also auf einem Friedhof. Irgendwie kann Joey aber hier jedes Monster seines Gegners besiegen. Bis dieser eben Ruf der Gejagten spielt. Diese Karte funktioniert hier aber anders als die echte, weil hier einfach alle Monster wieder zurückkehren, wie eben alle Bleach-Fans seit dem neuen Anime. Außerdem können seine Zombie-Karten nicht zerstört werden. Joey gammelt dann aber alles wieder auf seinen Magier und verkackt. Doch keine Sorge, Tristan kommt dazu und gibt Joey ein Bild seiner Schwester, was er eben verloren hatte. Damit fässt er neuen Mut und spielt seinen Rotaugen. Dieser zerstört dann den Kürbis seines Gegners und damit ist auch der Angriffsboost, den diese Karte gebracht hat, finito. Doch sein Rotauge wird dabei ebenfalls zerstört. Noch ist es aber nicht zu spät. Mit der Karte Schwert und Schild kann er nämlich Verteidigung mit Angriffspunkten tauschen. So kann Joey also mit seinem Power Ranger das Duell gewinnen. Weil Bennett Keefe, der Anführer dieser Bande, aber ein sehr schlechter Verlierer ist, lässt er seine Gruppe dann die Höhle zumachen, um unsere Leute zum Sterben zurückzulassen? Weil unsere Truppe also eingesperrt ist, gehen sie einen anderen Weg. Naja, immerhin besser als Mukwa, der 11-jährige Junge, der gerade zu Tode verhungert, weil Pegasus ein absoluter Psycho ist. Wie dem auch sei, angekommen in der nächsten Instanz treffen unsere Leute dann auf Krillins Brüder. Um weiterzukommen, müssen sie hier die beiden in einem Tag-Team-Duell besiegen. Oder besser gesagt, Yugi muss sie trotz Joey besiegen. Dabei spielen die Bros einfach mal in den Labyrinth, was eben dazu führt, dass die Monster jetzt pro Zug nur so viel Schritte laufen können, wie sie eben Sterne haben. Wenn sie es dabei schaffen, das Tor zu passieren, gewinnen sie. Also basically Itakashis Castle ohne das letzte Level, was sowieso keiner schafft. Sie müssen dabei aber das richtige Tor erwischen. Sie bekommen dafür auch Hinweise. Einer von den Brüdern sagt immer die Wahrheit und der andere lügt halt immer. Ja, aber weil Joey nicht klug genug ist, eine Frage zu stellen, die Wahrheit enthüllt, spielen sie erstmal das Spiel. Und weil sie den Schatten mit ihrer Mauer fusioniert haben, wird der Biberbruder von Yugi echt auseinandergenommen. Und Bro, dieser Schatten sieht einfach mal aus wie das ganze Gemüse, das fusioniert ist, weil ich es als Kind nicht gegessen habe. Beim nächsten Angriff nutzt Yugi dann seinen Elfenschwertkämpfer als Bait, um dann mit Kunai und Ketten den Schatten endlich bezwingen zu können.
und bei Kaiba weht aktuell ein ganz anderer Wind. Wie gesagt, er ist einfach John Wick. Ich meine, mit seiner Yu-Gi-Oh-Karte stoppt er die Gun von einem Pegasus-Typen und erledigt ihn dann mit seinen Smackdown-Moves. Ja, wieder zurück zum Duell. Mittlerweile haben Joey und Yugi auch einfach mal mehr Freunde gesammelt als Naruto nach einem TED-Talk. Das löst aber hier die Falle der Brüder aus. Und mit ihren Guren Lagan Boda ist schon das nächste Problem am Start. Also schließt Yugi seinen dunklen Magier erstmal weg. So schalten sie das Spinnmonster aus und porten den Magier zum Boda, um ihn eben die Nase wegzubohren. Nach einer Weile spielen die beiden Brüder dann ihren Monster-Tamer. Aber keine Sorge, mit Peitschen kennt sich der Pharao bestens aus. Aber die Brüder haben hier nochmal ein Ass im Ärmel, nämlich die drei Götterkarten. Ach nee. Warte mal, die kommt später. Keine Ahnung, warum sie die Dinger hier schon Götterkarten genannt haben. Jedenfalls haben sie jetzt einen Mega-Viech namens Torwächter am Start. Mit seiner Falle Spiegelkraft kann Yugi das Ding aber hier krasser verwehen als damals Torwächter Cardius im Champions League Finale. Gut, der Torwächter kann hier zwar erstmal nicht angegriffen werden, aber dafür kümmert sich Yami erstmal um den Peitschenschwinger. Mit dem Wasser des Torwächter wird zwar Joeys Flammenschwertkämpfer zerstört, aber Yami hat dennoch seinen Fake-Obelisk am Start. Und mit diesem nutzt er das Wasser auf dem Feld, um eben seinen Blitz böse weiterzuleiten. Zusammen mit einer Falle können sie dann einen Teil von dem Ding zerstören. Joey spielt dann auch seine Rotaugen und sie fusionieren hier ihre Karten zu Madara Uchiha. Dieser kann zwar erstmal nichts ausrichten, aber mit Yugis Wiedergeburt holt er sich hier den Wassergott und beschützt seinen dunklen Magier. Mit dem Spiegelgesicht von Joey kann er dann auch einfach mal die Lebenspunkte der Brüder stehlen und seinem Madara geben. Im nächsten Zug wird dann aber der Beschützer des dunklen Magier weggebrutzelt. Ist aber auch kein Problem. Yugi spielt nämlich hier einfach einen Zauber, der die Position von Madara und den dunklen Magier austauscht. Und damit können sie den Torwächter easy peasy fetzen und gewinnen. By the way, in der Zwischenzeit hat sich Kaiba auch seinen Weg zu Mokuba gejohnwickt. Also, unsere Truppe hat zwar gewonnen, aber sie müssen hier immer noch die richtige Tür wählen. Yugi hat aber hier herausgefunden, dass es keine richtige Antwort gibt. Und ich muss sagen, ich habe es hier nicht richtig geblickt, aber irgendwie hat er die beiden Bros mit seinem Münzentrick voll gedribbelt. Naja, ist ja auch egal, weil Pegasus sich in der Zwischenzeit einfach mal Mokubas Seele gekrallt hat. Kaiba bekommt sie demnach nur wieder, wenn er Pegasus in einem Duell besiegt. Doch dafür muss er erst gegen Yugi gewinnen, weil Pegasus meint, dass ihre Schicksale verbunden sind wie seine komische Krawatte. Und ja, wir bekommen dann einfach mal einen Thea-Flashback. Sie hat nämlich damals bei Mekkes gearbeitet, um sich später ihr Studium in Amerika bezahlen zu können. Yugi war zwar voller Ehrenmann, weil er nicht über ihren Traum gelacht hat, aber in der Schule wurde Thea dann von Son Gohan überrascht, womit sie beinahe in einem H-Entei-Anime gelandet wäre. Yugi hat zwar geholfen, wurde aber sofort geraided. Der Pharao hat also damals übernommen und den Dude zu einem Duell herausgefordert. Der mit der stärkeren Karte würde dabei gewinnen. Yugi hat dabei gewonnen und weil Son Gohan sich nicht daran halten wollte, wurde er gemeint crushed. Ja, der ganze Flashback war hier wichtig, weil Thea sich gerade fragt, ob sie eben damals von Yugi oder vom Pharao gerettet worden ist. Jedenfalls stört dann Kaiba ihre Party, weil er eben spielen möchte. Yugi braucht zwar nicht mehr zu kämpfen, weil er alle gute Ludo-Sterne gesammelt hat, aber Kaiba geht hier auf Yugis Stolz und triggert somit den Pharao. Am Anfang des Duells läuft es für diesen dann auch recht ordentlich. Auch seinen dunklen Magier kann er hier relativ schnell aufs Feld bringen. Als er dann Kaibas Genie damit raiden wollte, zieht dieser sich einfach mal in seine Lampe zurück und leitet die Attacke so auf Yugis Monster um. Dabei wird auch die Hand von Kaiba revealed, was Yugi aber nur noch mehr verwirrt, weil er nicht versteht, warum Kaiba nicht seinen weißen Drachen gespielt hat. Mit seinen magischen Boxen schafft es Yugi dann doch nochmal Kaibas Jin zu dribbeln. Und dadurch kann der dunkle Magier Kaiba ordentlich triggern. Also versucht es Kaiba mit Buggy und seiner Crush-Karten-Kombo. Buggy trennt sich dabei zwar in mehrere Teile auf, aber der Virus löscht hier all die anderen Monster von Yugi. Kaiba hätte auch eigentlich schon längst gewinnen können, aber weil er was in seiner Hose zu kompensieren hat, wartet er darauf, den dritten weißen Drachen zu ziehen. Nach einer kleinen Weile hat er also alle beisammen und ruft damit seinen ultimativen weißen Majin Vegeta Drachen. Damit hat Yugi also keine Chance mehr und ist kurz davor, das Duell zu verlieren. Aber er denkt hier an seinen senilen Opa, der es geschafft hat, in Back-to-Back-Folgen gefangen genommen zu werden und damit kann er das Herz der Karten aktivieren. Das, mein Bester, ist der Anfang deines Untergangs. Kuribo im Angriffsmodus. Okay, Yugi hat aber hier einen Plan mit dem Jutsu der Schattendoppelgänger. So kann er nämlich seinen Kuribo multiplizieren. Als Kaiba nämlich versucht, ihn zu zerstören, spawnen einfach nur noch mehr. Yugi cheatet also weiter und setzt seinen Pfeil ein, um Kaibas Monster zu benutzen. Und so kann er einfach mal Kaibas Drachen mit seinem Mammut fusionieren lassen. Weswegen das Ding jetzt jeden Zug 1200 ATK-Punkte verliert. Das gibt auch hier Kaiba miese Hallus.
da er eben weiß, dass wenn er hier verliert, er auch seinen Bruder verlieren würde. Bevor Yugi dann mit dem freaking Elfenschwertkämpfer das Duell gewinnen kann, denkt sich Kaiba einfach eine neue Taktik aus. Pro 100 Lifepoints, die er verliert, geht er den Schritt zurück. Heißt also, wenn er verliert, isekai't er sich. Außerdem nutzt er hier auch Wiedergeburt, um einen seiner Drachen zurückzuholen. Der Pharao möchte aber hier trotz allem durchziehen. Aber bevor er es wirklich tun kann, bringt ihn seine andere Seite zur Vernunft. Außerdem hat er noch ein bisschen was über Freundschaft erzählt. Naja, jedenfalls gewinnt Kaiba durch die Nummer hier völlig dreckig das Duell. Und Yugi heult hier, weil er zum einen seinen Großvater nicht retten kann und beinahe Kaiba umgebracht hätte. Da sie auch hier um 5 Sterne gespielt haben, muss Yugi wieder sammeln gehen. Teer gewinnt hier aber mit dem Talk no Jutsu, weil Kaiba hier sein Leben wegschmeißen wollte, um zu gewinnen. Also hat er technisch gesehen gegen sich selbst verloren. Und durch diese ganze Niederlage ist Yugi hier jetzt ordentlich am struggeln, weil ihm eben klar ist, dass er hier bereit war, komplett durchzuziehen. Joey möchte zwar hier seine Sterne für Yugi aufgeben, aber Yugi kann sie einfach nicht annehmen. Doch seine Wette von vorhin zahlt sich hier aus, weil Mai dazukommt und noch Sterne für Yugi übrig hat. Aber dieser hat einfach keinen Willen mehr weiterzumachen. Weil er also nicht kann, will Teer für ihn einspringen. Mai willigt hier auch ein, aber wenn sie gewinnen sollte, muss Thea in Zukunft ihre Schnauze halten, was den ganzen Freundschaftsstuff angeht. Ich meine, Thea sagt sowieso, sie spielt nur super schwache Monster. Naja gut, aber nach richtig, und ich meine wirklich richtig viel Talk über Freundschaft, kann Thea dann mit einer Kombi doch nochmal gegen Mai gewinnen. Mai hätte sie eigentlich kontern können, aber ihr Freundschaftstalk hat auch ihr Herz erreicht und deswegen ließ sie sich hier absichtlich besiegen. So kann Yugi sich also wieder fangen und ist nun bereit, seinen Opa zu retten. Damit kommen sie auch rechtzeitig an für das Duell von Kaiba und Pegasus. Nachdem Pegasus so tut, als wäre er schlechter als Tristan, zeigt er dann, dass alles nur ein Spiel war und er Kaibas Karten komplett durchschauen konnte. So snackt sich Pegasus seinen Drachen und auch Kaibas Virusplay kann er hier durchschauen, als auch verhindern. Dabei enthüllt er auch, dass er ein Riesenfan von Cartoons ist, weil diese einen eben niemals betrügen. Ja, nee, weiß ich nicht. Also, Seven Deadly Sins hat mich damals schon richtig auseinandergenommen. Jedenfalls spielt er hier Toon World und diese Zauberkarte verwandelt seine Monster in eben Toons. Das ist auch voll overpowered, weil diese sich auch nur beim Angreifen zeigen. Sonst chillen sie halt in ihrer Welt. Das gleiche macht Pegasus auch hier mit Kaibas Drachen. Um eben nicht durchschaut zu werden, will Kaiba hier direkt die Karte spielen, die er zieht. Und natürlich zieht er hier seinen Drachen. Doch dieser kann nicht angreifen, weil Toons einfach zu krass sind. Er spielt dann nochmal eine Boost-Karte, die sein Toon Dragon einfach mal zu Yujiro Hanma macht. Kaiba hat hier aber nochmal eine Falle parat, um ihn doch nochmal zu bezwingen. Doch damit spielt Pegasus sein Ass, nämlich der Krug, mit dem er alle Drachen aufsaugen kann. Genauso wie die Lara eine... Okay, Digga, ich muss mal aufhören, diesen Shisha-Bar-Joke zu bringen. Anyways, er setzt hier sogar Kaibas Virus-Crush-Karte ein und vernichtet damit alle Monster von Kaiba, die mindestens 1500 ATK haben. Also findet Kaiba natürlich ganz klar hier das Duell. Weswegen seine Seele sich gesnackt wird und er zu einer Yu-Gi-Oh!-Karte wird. Und naja, nachdem unsere Truppe mit angesehen hat, wie ein anderer Typ seine Seele verloren hat, hauen Tristan und Joey so rein, als wäre nichts gewesen. Wie dem auch sei, die Finalisten brauchen hier aber noch die Karten, die sie am Anfang per Post bekommen haben. Das Ding ist halt nur, dass Joey keine hat und Bennett Keefe sich reingesneakt hat, also auch keine hat. Fürs Erste bekommt jeder in seiner Suppe einen Buchstaben, um ihren Gegner zu bestimmen. Dabei kommt hier Yugi gegen Mai und Joey gegen Keefe raus. Und wegen den Karten teilt hier Yugi seine Karte mit Joey, damit dieser sein Preisgeld bekommen kann. In der Nacht sucht Tristan dann nach Spuren, da er glaubt, dass Pegasus irgendwie am Cheaten ist. Ja, dabei wird er aber einfach mal nach Ägypten geschickt, wo die Brass damals miese Spiele abgezogen haben. Bei dieser ganzen Nummer revealed Pegasus sogar hier, dass er mit seinen Augen Gedanken lesen kann. Bakura ist aber doch noch irgendwie böse und kontert ihn hier, weswegen dann alle später in ihrem Zimmer aufwachen und nicht checken, was abging. Ja, auch Bennett Keefe schiebt Stress und klaut sich in der Nacht die Karte von Joey. Beim ersten Duell des Finale bekommt Yugi dann sofort mal zu schmecken, wie sich eine Spiegelwand anfühlt. Da sein Gaia durch diese Fallenkarte die Hälfte seiner Points verliert, kann Mai's OnlyFans Harp hier in Easy Shishi Sonson. Also versucht es Yugi wieder mal mit seinem Totenkopf. Aber dieser teilt das gleiche Schicksal wie eben Gaia, da ihre Fallenkarte eine permanente ist. Anders
anders als das Abo auf diesem Kanal hier. Ihr könnt einfach abonnieren, verpasst keine coolen Videos mehr und könnt deabonnieren, wann ihr wollt. Aber bitte tut's nicht. Wie dem auch sei, Mai ist auch hier voll sauer, weil Yugi schon an das Duell mit Pegasus denkt und gar nicht mit dem Kopf bei ihrem ist. Sie macht deswegen weiter damit, Yugis Backrow weiterhin zu zerstören. Auch ihre Harpier kann sie boosten und sogar den Harpien-Drachen spielen. Selbst ein dunkler Magier wird dabei gefinished. Sie macht Yugi auch klar, dass die wahre Courage eines Duellanten nicht nach einem Sieg, sondern sich erst nach einer Niederlage zeigt. Dem Pharao wird also hier klar, dass Yugi richtig gehandelt hat und die Schwächen von ihm mit seinen Stärken ausgeglichen hat. Das Herz der Karten macht dabei auch mit und mit Gehirnkontrolle bekommt er hier ihren Drachen. Mit seiner Katapultschildkröte kann er dann ihre Wand einfach mal wegnuken. Außerdem verliert Mai auch die Hälfte der Punkte ihres Monsters. Also holt sie die anderen Girls dazu. Der Pharao steht aber nicht wirklich auf Furries. Er spielt also eine Zauberkarte, mit der er seine Hand neu mischen kann. Weil Mai auch einfach mal literally eine Karte hat, die alle Monster von Yugi zu Sims macht, regelt er es hier mal wieder mit seiner Elfe, die sofort weggeblasen wird. Zum Glück zieht er aber hier seine Lichtschwerter und holt etwas Zeit raus. Er weiß auch hier, dass er nur noch einen Ausweg hat, aber dieser wird nicht einfach sein zu beschwören. Aber er bleibt hier trotzdem motiviert. Ja, er bleibt also hier dran und zusammen mit all seinen Freunden gelingt es ihm hier, das letzte Puzzlestück zu ziehen. Mit seiner Ritualzauberkarte kann er nämlich hier den schwarz drippenden Soldat beschwören. Dieser lässt auch Mais Lebenspunkte fast auf Null gehen und die Verkaufszahlen der Karte in die Höhe springen lassen. Mai sieht also hier ein, dass sie keine Chance hat und damit gibt sie das Duell auf. Genauso wie ich in Master Duel, nachdem ich im ersten Zug meinem Gegner 30 Minuten beim Beschwören zugeschaut habe. Also, bei Joeys Spiel gibt es dann ein Problem, weil er eben seine Karte nicht mehr hat. Auch in seinem Zimmer kann er sie nicht mehr wiederfinden. Mai revanchiert sich hier bei Joey und gibt ihm ihre Karte. Ja, ist aber auch eigentlich egal, weil Keith mit seinem Monster Joeys Monster einfach auseinander nimmt. Außerdem haben irgendwie seine Maschinenkarten eine Resistenz gegen Zauberkarten. Ja, ich weiß auch nicht warum. Jedenfalls ist Keith nicht ohne. Ist ja auch klar, weil er ist der American Champion, was gleichzeitig bedeutet, dass er der World Champion ist. Jedenfalls spielt er hier seinen Metallpanzer, der nun Zauber auf Joey selbst zurückwirft. Joey hat aber hier noch eine Falle, mit dem er Keith Lebenspunkte abknöpfen kann. Das gibt ihm auch Flashbacks zu damals, als Pegasus ihn auseinandergenommen hat, indem er ein Kind für sich spielen lassen hat. Die Niederlage war nämlich so schlimm, dass Keith ein Alki wurde. Er hat sogar Untergrundduelle gemacht. Ja, Bruder, komm, chill, das ist nichts dagegen, was Zane später abgezogen hat. Joey sagt ihm jedenfalls, dass er komplett lost ist, wenn er sich nur für Reichtümer interessiert. Sein Pistolendrache spricht dabei aber eine andere Sprache. Und ja, ich erspare euch hier mal die ganze Zensurkeule. Jedenfalls rostet Joey das Ding mit seinem Zauberer der Zeit und macht seinen Drachen alt. Keith hat aber einfach mal die Zeitmaschine von Trunks und holt seinen Drachen zurück. So wird die Kanone auch im wahrsten Sinne des Wortes zum Dragon Slayer. Joey spielt dann aber wieder seinen Rotaugen und mit seinem Kopiermonster kopiert er hier Keiths Falle, um seinen Rotaugen zu boosten. Keith hat hier aber immer noch seine scheiß Slotmaschine, die eben Attacken blockt. Außerdem ist er auch die ganze Zeit am Mogeln. So gelingt es ihm auch mit einer Zauberkarte, Joeys Trumpf Schwert und Schwill zu mopsen. Dadurch kann seine Slotmaschine auch den Rotaugen pulverisieren. Doch damit ist Keith eigentlich nur in eine Falle getappt. Mit der Falle von Joey holt er nämlich die Zeitmaschine von Trunks und mit dieser kehrt sein Rotauge zurück. Junge, er hat den Banditen besiegt, indem er ihn bestohlen hat. Das ist some Robin Hood Shit. Pegasus enthüllt dann auch mal, dass Keith die ganze Zeit geschummelt hat, was diesen dann richtig ausflippen lässt. So sehr, dass er Pegasus Rasenganen möchte. Ja, Pegasus lässt ihn dann aber mal ganz einfach von der Insel verschwinden. Und vor dem großen Finale gegen den Big Boss himself treten natürlich hier nochmal Joey und Yugi an, damit eben Joey beweisen kann, wie weit er gekommen ist. In ihrem Duell merkt Yami auch, dass Joey sich verändert hat. Er achtet nämlich nun mehr auf Strategie. Nach einem feurigen Hin und Her nutzt Joey dabei sein Five-Head-Gehirn und holt sich den Totenkopf von Yugis Friedhof. Mit seiner anderen Karte kann er dann Yugis Fusion kopieren und so Madara Uchiha wieder zurück ins Spiel bringen. Mit seinen magischen Hüten holt sich Yugi hier aber nochmal Zeit raus. Dabei kann er auch mit seiner Ringfalle zuschlagen und Madara schwächen. Mit der Zauberkarte One Piece kann er dann den dunklen Magier boosten und Madara easy auslöschen. Joey kontert dann aber Yugi auch mit einer Falle und schwächt so seinen Magier. Joey möchte es dann auch mit seinem RNG-Magier beenden, dass sie die Karte ist, die er von Yugi anvertraut bekommen hat. Das Glück ist aber sogar auf seiner Seite und so kommt wieder sein Japanese Dragon zurück. Und der dunkle Magier wird damit zu einem alten Sack. Aber es gibt hier ein Problem. Der dunkle Magier wurde nämlich einfach so zu
Dumbledore. Nein, wirklich, Joey hätte das Duell gewonnen, aber Yugi saugt sich den Plot noch mehr aus dem Arsch als Dragon Ball Super seine Antagonisten und so kann er mit seinem neuen krassen Boss-Monster das Duell doch nochmal gewinnen. Ja, auf Ehre will er das Preisgeld aber trotzdem Joey geben. Wie dem auch sei, damit kommen wir zum Kampf gegen Pegasus. By the way, Pegasus verwendet hier auch einfach mal seine Firma. Wenn Yugi gewinnt, bekommt er diese nämlich einfach. Wenn er verliert, verliert er dann aber auch seine Seele. Bei ihrem Duell ist sich Yugi unsicher darüber, ob Pegasus mit seinem Auge sehen kann, was er auf der Hand hat oder eben nicht. Er merkt aber schnell, dass das Ganze egal ist. Da Pegasus dieses Spiel nämlich erfunden hat, weiß er einfach zu viel und kennt jede Karte eben in- und auswendig. So wie eben jeder Yu-Gi-Oh-Nerd auf irgendwelchen Turnieren. By the way, mittlerweile schleicht Tristan irgendwie rum und knockt einfach mal Agenten mit richtigen Schusswaffen aus. Er rettet doch einfach mal so im Alleingang Mokuba. Pegasus kann hier auch mit seinem Mindscan wirklich sehen, was Yugi auf der Hand hat. Deswegen geht unser Boy auch komplett unter. Dazu kommt noch, dass Pegasus dann damit anfängt, seine Monster auf ihren Peak zu bringen. Also, er macht sie zu Toons. Die von Yugis normalen Monstern eben nicht mehr zerstört werden können. Selbst Yugis Totenkopf kann er dabei zu einem Toon machen. Also packt Yugi hier mal wieder seine dunkle Magier-Hut-Kombo aus. Und, Junge, habt ihr den Text mal gelesen? Die Karte funktioniert nicht mal im Ansatz so, wie Yugi das immer wieder und wieder macht. Jedenfalls kann Pegasus ihn nicht erwischen, weil Yugi seinen Geist geswitcht hat. Yugis Stimme konnte nämlich die von Yami-Yugi erreichen und so konnte er den dunklen Magier doch nochmal unter einen anderen Hut packen. Nun, da sie sich zusammengetan haben, kann Pegasus nicht mehr ihre Karten durchschauen. By the way hat Mokuba zwar mittlerweile Tristan ausgeholfen, aber weil dann wieder der böse Bakuda am Start ist, kann er die Wachen von Pegasus mit seinen Karten ausschalten. Ja, Yugi spielt also hier eine Karte und Yami vertraut dabei seinem Urteil. Er kann also Toon World zerstören und auch Spiegelkraft einsetzen, was dann alle Monster, die wieder normal geworden sind, zerstört. Pegasus schiebt sich also wieder und aktiviert hier ein Schattenspiel. Ja, aber Bruder, scheiß mal darauf. Tristan schaltet einfach mal so einen bösen Geist aus. Dabei wirft er auch einfach mal so den Millenniumsring in den Wald. Also, da Pegasus und der Pharao nun ein Schattenspiel absolvieren, ist der mentale Stress dabei viel zu hoch für unseren Yugi-Boy. Yami übernimmt also hier wieder voll die Kontrolle und Pegasus zieht sein Ass. Aufgeben. Ja, nee, das Monster heißt halt so. Er kann damit auch Yugis Monster einfach mal aufsaugen und deren Kraft übernehmen. Außerdem wird das Spiel hier viel zu heftig für Yugi Boy. Er kippt einfach um und verliert dabei sein Bewusstsein. Da er nun komplett raus ist, kann Pegasus alle Spielzüge wieder voraussehen. Und dazu kommt noch, dass er einen Bakugan spielt. Was schlecht ist, weil das Ding in ein paar Zügen hochgeht und dann Yugi Punkte für die ATK seines dunklen Magier abknüpft. Das Einzige, was Yami Yugi hier also retten kann, ist sein Opa. Also nein, wirklich jetzt. Er sagt ihm nämlich, dass Freundschaft ein Band ist, das man nicht sehen kann und deshalb ist es unzertrennbar. Auch seine Freunde, die draußen sind, glauben hier fest an ihn. Dadurch zieht Yugi eine Karte, die Pegasus noch nicht kennt. Er kann die Karte hier nicht sehen, weil die Seele seiner Freunde nun auch in seinem Körper drin sind. So spielt Yugi die Karte Magische Box, um so seinen Magier mit der Bombe zu vertauschen. Und dann legt Yugi richtig ein drauf und spielt einfach Gehirnkontrolle. Er schnappt sich damit Pegasus Monster und mit der Karte, die Yugi übrig gelassen hat, kann er hier ein Ritual durchziehen. Und damit beschwört er den Magier des schwarzen Chaos. Eine Karte, die jeden Yu-Gi-Oh!-Fan sofort in den Toys R Us bringen würde, damit er ordentlich viel Geld ausgibt. Noch ist es aber nicht vorbei, weil Pegasus sein Aufgeben fusionieren kann und so dich erschaffen kann, nämlich das tausendjährige Opfer. Dieses kann Yugis Monster hier aber nicht vernichten, weil er noch Kuribo am Start hat. Mit seiner Doppelgängerkarte schafft er es nämlich hier, Pegasus Monster zu kontern. So kann er auch einfach mal alle Augen von Pegasus zerstören. Damit ist sein Chaosmagier wieder frei und kann so das Duell wirklich für ihn entscheiden. Pegasus haut danach aber einfach ab. Okay, Pegasus ist eigentlich eine korrekte Socke. Er hat nämlich hier die Boys doch nochmal wieder freigelassen und wird dann auch von Bakura aufgesucht. Dieser legt auch einfach mal die Karten für Pegasus, wodurch er herausfindet, dass er eigentlich korrekt war, bis seine Waifu gestorben ist. Ja, und das Laserschwert-Duell verliert Pegasus dann auch gegen ihn. So bekommt Bakura auch hier einen weiteren Millenniumsgegenstand. Unsere Truppe schaut sich dann etwas später auch sein Zimmer an und liest dabei sein Tagebuch. In dem erklärt er, wie er seine Flammen da
damals kennengelernt hat. Sie waren sofort verliebt, doch als sie dann heiraten wollten, ist Cyndia leider gestorben. So fand Pegasus irgendwann heraus, dass im alten Ägypten gesagt wird, dass die Seelen der Toten in der nächsten Welt immer noch am Leben sind. Er hatte also Interesse gehabt und machte sich auf nach Ägypten, wo er dann auf Shadi traf. Da er irgendwie von Pegasus Trauer Bescheid wusste, hat dieser Shadi verfolgt und deswegen kam er in die alte ägyptische Kammer, wo er dann das Millenniumsauge bekommen hat, weil er dadurch seine Waifu wiedersehen kann. Für 5 Sekunden. Ja, weil das dann also nicht genug war, hat sich Pegasus danach dazu entschlossen, Kaibas Firma irgendwie zu bekommen. Er dachte, dass er die Antwort auf seine Fragen findet, weil Kaiba ja auch seine Waifu mit virtuellen Projektionen erschaffen konnte. Und so erfand er dann halt irgendwann Duel Monster. Wie dem auch sei, damit trifft auch Yugi auf Shadi. Und mit seinem Schlüssel schaut er sich hier Yugis Seele an. Dabei findet er einen Raum für Kinder auf und die Gemächer des Pharao. Dieser führt ihn dann auch in sein Labyrinth, wo er das echte Zimmer des Pharao finden muss. Doch dabei findet er nur, naja, Nieten. Weil der kleine Yugi ihm dabei aber nochmal hilft, erfährt er, dass auch im alten Ägypten sich ordentlich mit Duel-Monstern gefetzt worden ist. Shadi erkennt also hier den kleinen Yugi als würdiges Gefäß vom Pharao an und lässt sie erstmal machen. Also, da nun alles wieder gut ist, kommen wir direkt in einen Filler-Arc. Nämlich Dungeon Dice Monster. Aber da sich kein Schwanz für dieses Spiel interessiert, machen wir hier diesen anderen Skipper. Nun, da wieder der normale Alltag mit Opi Mutu eingekehrt ist, kommen wir zum nächsten Arc. Und what the hell? Yugi hat einfach mal eine Mutter? Ich schwöre, ich habe die noch nie gesehen. Was daran lag, dass sie einfach für die deutsche Fassung die Mutter gecuttet haben, weil Mütter nicht kinderfreundlich sind? Hä? Naja, jedenfalls trifft Yugi auf dem Frankfurter Hauptbahnhof einen Wahrsager, dem er einfach mal so sein Puzzle sofort anvertraut. Wer hätte es gedacht? Der Typ klaut es dann einfach. Doch dank YouTubes Thumbnail-Fallen findet er den Übeltäter dann wieder auf. Dort merkt er, dass sein Gegner von irgendetwas kontrolliert wird. Doch ohne seine bessere Hälfte kackt er hier ordentlich rein. Dabei merkt Yugi aber wenigstens, dass sein Gegner Bennett Keefe ist, der irgendwie von irgendwas besetzt ist. Denn derjenige, der ihn kontrolliert hat, den nämlich damals nach dem Ausschluss des Königreichs der Duranten irgendwie in seine Piratenbande aufgenommen. Ja, Yugi lässt aber seine Maschinen einfach wieder rosten und hat so gut wie gewonnen. Doch bevor es soweit ist, kann Keefe hier mit der OP-Karte freundliche Wohltat und seinen Schummler-Skills sein Mega-Ritualmonster beschwören. Und keine Ahnung, warum alle Drachen immer blau sein müssen. Keefe macht auch hier damit weiter, Preiskarten zu spielen, die sonst niemand auf der Welt hat. Er hat hier auch nur ausschließlich wertvolle Karten, was nochmal extra betont wird, damit die ganzen Kids heiß gemacht werden, Packs zu kaufen. Wobei, nein, 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 das wird sicherlich nicht der Grund sein. Ich meine, FIFA-Packs sind doch auch nicht extra dafür ausgelegt, Kinder glücksspielsüchtig zu machen. Wie dem auch sei, da Bakura hier dazukommt, wird hier die Kontrolle von Keefe aufgelöst. Wobei, derjenige, den kontrolliert, setzt doch mal nach und lässt Keefe einfach mal so das Puzzle von Yugi zerstören. Bakura macht dann zwar auf nett und möchte ihm helfen, doch snackt sich dabei ein Teil, was er eben manipuliert. Dann zieht er Leine und verpasst, wie Keefe durchdreht und ein Feuer entfacht. Yugi kann hier aber nicht fliehen, weil er sein Puzzle eben nicht abbekommt. Er bekommt zwar Hilfe von seinen Friendos, aber auch die sind nicht stark genug. Weil die Boys aber eben noch in einer Physikklasse waren, kriegen sie das Puzzle doch nochmal befreit. Anyways, eine krasse Archäologin aus Ägypten, Ishizo, ist hier in der City und ruft dabei Kaiba zu sich. Dieser juckt sich eigentlich null um Archäologie, aber Ishizo hat ihm eine krasse, seltene Yu-Gi-Oh!-Karte versprochen. Sie nutzt also hier die Gelegenheit und ballert Kaiba mit Ägypten-Infos zu. Denn sein ach so geliebtes Spiel Duel Monster oder für uns Yu-Gi-Oh! Findet seinen Ursprung im alten Ägypten. Sie haben damals nämlich gezaubert. Außerdem, naja, keine Ahnung, waren Kaiba und Yugi damals richtig fett am gucken. Weil Kaiba aber all das nicht glauben möchte, nukt Ishizo ihn hier mit ihrer Millenniumskette weg, damit er eben einen Flashback bekommt. Ja, damals vor 3000 Jahren waren Yu-Gi-Oh! Battles noch etwas antiker. Doch der Pharao, den wir kennen, Yugis Partner, hat keine einzige Erinnerung aus dieser damaligen Zeit, da diese eben verschlüsselt ist. Außerdem sieht Kaiba hier im Flashback, dass sie Monster geopfert haben, um Stärkere zu beschwören. Dadurch checkt er auch mal, dass die Peeps vor über 3000 Jahren ihr Game besser gebalanced haben als sie und naja, deswegen klaut er die Regel. Er erfährt auch hier von den drei Götterkarten, der absolute heilige Gral von Duel Monster. Pegasus hat nämlich diese antiken Götter ins echte Spiel gebracht, aber selbst er hatte so viel Angst vor ihnen, dass er sie verbannte. Doch die Raritätenjäger oder Ghouls hat das Ganze nicht gejuckt. Deswegen haben sie die Karten zurückgebracht. Doch eine von ihnen konnte Ishizo erbeuten und diese gibt sie nun Kaiba. Ishizo sagt zwar hier, dass sie keinen Grund dafür hat, aber sie vertraut Kaiba hier Obelis an, damit er die bösen Bösis aufhalten kann.
Und Yugi hat dann ein Date mit Thea, was lustig ist, weil der echte Yugi sich dabei einfach mal aus der Affäre zieht. Hey Yugi, ich will nicht, du kannst mich doch nicht einfach... Das ist kein Duell! Hallo. Wie dem auch sei, einen Tanzarc später trifft auch Yugi auf Ishizu, die ihn vor seinem nächsten großen Gegner warnt. Also, bei einem Testduell, in dem Kaiba sein neues Dual-Diss-System testet, merkt er, wie verdammt broken die Götterkarten sind. Außerdem löst er hier das Problem mit der illegalen Räuberbande mit einem weiteren Turnier-Arc. Nämlich das Battle City Turnier. Nun darf jeder nur noch 40 Karten haben, bekommt einen Dual Diss und wenn man verliert, muss man dem Gewinner seine beste Karte überlassen. Das tut er, damit er sich die anderen Götterkarten snacken kann. Also, da Yugi ein krasser Duellant ist, bekommt er hier eine Dual Diss for free. Joey zwar eigentlich auch, aber das nur, weil die Raritätenjäger dahinter stecken. Sie wollen ihn nämlich seinen Rotaugen wegnehmen. Aber hey, Joey hat hier in diesem nächsten Arc immerhin coole neue Monster am Start. Wie die Sündenböcke. Was eben heißt, dass wir im Goat-Format angekommen sind. Die goldene Eder von Yu-Gi-Oh! Sein neuer Panther muss aber beim Angreifen ein Monster opfern, doch mit seinen Goats ist das hier kein Problem. Er opfert dabei einfach einen von ihnen. Ja, das ist aber egal, weil sein Gegner einfach mal Exodia spielt. Also verliert Joey das Duell natürlich. Doch diese Karten sind eigentlich nur Fakes. Joey wird dann nochmal von den Leuten verprügelt und seine Karte wird gestohlen. Jungs, ihr wisst schon, dass ihr das auch von Anfang an hättet machen können, oder? Ja, weil er jetzt Depri ist, geht er wieder ins Meer, wo ihn Tristan auffindet. Der mad ist, da Joey nicht für seine Schwester da war, die heute ihre Operation hat. Tristan haut dabei auch voll das Talk no Jutsu raus. Er liebt es nämlich, Joey und Yugi beim Duellieren zuzuschauen, weil sie dabei eben ihr Band der Freundschaft immer mehr festigen. Er macht damit also Joey klar, dass es nicht schlimm ist, dass er seine Karte verloren hat, denn die Bindung, die er mit seinen Freunden hat, ist viel stärker als irgendwelche Pappkarten. Und ganz ehrlich, das war echt ein W von dir, Tristan. Auch wenn du das wahrscheinlich nur gemacht hast, weil du Joeys Schwester bangen möchtest. Jedenfalls hat mit seiner Sis alles geklappt und Joey möchte jetzt hier trotzdem am Battle City Turnier teilnehmen. Auch Yugi, der sich ein neues Deck gecraftet hat, ist damit bereit. Damit geht es also los und nur 8 Leute können ins Finale kommen. Um weiterzukommen, müssen sie Schlüsselkarten von anderen Teilnehmern sammeln, die eben am Ende den finalen Ort des Battle City Turnier preisgeben. Und damit bracht das große Duellisten-Zeitalter an. Joey findet dabei zwar wieder den Raritätenjäger auf, es kommt aber dazu, dass der Pharao hier den Gegner übernimmt. Und Junge, die Duel-Diss funktioniert jetzt sogar mit Batman-Technologie. Außerdem macht die Duel-Diss jetzt dieses absolut geile Geräusch. By the way, hat Kaiba auch einfach mal bei seiner Firma einen Harem mit Waifus, die einfach jede Haarfarbe haben. Naja, wie dem auch sei. Yugis Gegner möchte hier natürlich so viel ziehen wie möglich, um Exodia zu spielen. Yugi hat aber jetzt eine neue Kombo am Start. Mit seiner Gazelle und Baphomet holt er nämlich eine übelste Bestie raus. Kaiba durchschaut währenddessen auch, dass der Typ gefakte Karten hat, aber er will sehen, ob Yugi trotzdem gewinnen kann. Dieser durchschaut dann auch die Verteidigung seines Gegners und versteht, dass er Exodia spielen möchte. Er greift also an und spielt seine Falle, mit der er die Drawphase seines Gegners einfach mal überspringt. Und danach zieht er sein anderes Lichtschwert raus. Mit diesem kann er hier eine Karte von seinem Gegner verbannen. Die Wahl ist zufällig, aber trifft hier einen Teil. Und mit dem Totenkopf kann er dann auch ordentlich durchziehen. Nur gibt es halt bei dem Turnier jetzt satte 4000 Life Points. Und auch Yugi wird hier mal von den Lichtschwertern gehittet. Yugi redet dann aber seinen Gegner Angst ein, dass seine Monster ja stark genug wären, ihn zu besiegen, sobald die Lichtschwerter ablaufen. Also kriegt er Angst und spielt den Kopf, den er doppelt hat. Damit zündet Yugis Falle und diese löscht alle anderen Exodia-Köpfe in seinem Deck aus. Damit ist sein Deck nun useless. Und Yugi gewinnt hier sein erstes Battle. Dabei redet auch der Boss der Raritätenjäger, nämlich Marek, mit ihm. Er macht ihm klar, dass er die Götterkarten sammeln möchte, weil er mit ihnen eben die Welt beherrschen kann. Was den Rotaugendrachen angeht, Yugi hat ihn zwar wiederbekommen, aber Joey kann ihn noch nicht annehmen. Er möchte sich die Karte nämlich verdienen. Genauso wie Yugi will er ein wahrer Duellant werden, bevor er sich sein Assmonster zurückverdient. Yugi respektet das und wird auf ihn warten, bis er eben bereit ist, ihn herauszufordern. Damit stellt sich Joey hier auch Esper Rober, der angeblich mit seinen Mob-Psycho-Fähigkeiten die Karten seines Gegners sehen kann. Ja, das muss aber auch gar nicht, weil Joey einfach mal die Regeln vercheckt und sofort ein 5-Sterne-Monster spielen wollte. Yugi, der hier auch zuschaut, bemerkt dabei, dass Esper Rober auch mies am Schummeln ist. Aber hey, mit dem Schwertkämpfer von Lannister wird es für Joey schon irgendwie klappen.
Esparova macht aber hier mit seinem Borussia Dortmund Warrior ordentlich Stress. Also nutzt Joey seine Würfel. Das Glück ist aber nicht auf seiner Seite. Aber Joey hat hier doch einen zweiten Würfel, der den BVB Warrior schwächer macht und so zerstört. Joey wusste hier, dass er nicht durchschaut werden kann, weil eben in seiner Hand der andere Würfel verdeckt war und Roba sogar nicht wissen konnte, welche Karte er hatte. Joey hat nämlich sofort gecheckt, dass irgendwer von oben ihm die Information zusteckt. Mokuba hat das mittlerweile auch entdeckt, aber weil er die brüderlichen Gefühle von den Jungs hier verstehen kann und Yugi ihm den Schulterblick gibt, drückt er hier ein Auge zu und lässt Roba weiterspielen. Joey kann hier auch echt gut reinhauen, aber mit seiner Falle holt Roba sich hier ein Monster von Joey. Dieses nutzt er dann, um es als Tribut anzubieten, damit er eben Jin so spielen kann. Der sieht nicht nur böse aus, nein, er ist auch absolut overpowered. Denn solange er auf dem Spielfeld ist, funktionieren alle Fallen nicht mehr. Er ist übrigens auch der Beste darin rauszufinden, ob deine Waifu real ist oder nicht. Jedenfalls macht Jin so ordentliche Probleme, weswegen Joey wieder mit dem Babydrachen und dem Zauberer der Zeit ankommt. Jinzo bleibt aber von der Eiterung unbetroffen, weil er, naja, zu krassen Drip hat und das ist halt wirklich der Grund. Damit hat Joey also bald keine Strategien mehr übrig, um zu gewinnen. Also holt er sich erstmal Zeit raus mit den Goats. Werden also davon alle draufgehen, wird er von Thea motiviert, die ihm eben sagt, dass Freundschaft voll lit ist oder so. Dadurch denkt er also wieder an seine Schwester und spielt die Roulette-Spinne. Er verliert zwar die Hälfte seiner Life Points, aber mit dem Roulette bekommt einer der Spieler oder eben Monster die gesamte Kraft von Jinzo zu spüren. Roba stoppt hier selber das Roulette und dabei bekommt sein Monster die Attacke ab. Aber da dieses Monster alle Attacken zurückwirft, werden hier beide von seinen Monstern zerstört. Außerdem fehlt Roba die Hälfte von Jinzos ATK. Damit gewinnt Joey also das Duell und gradet sein Deck heftig ab. Roba weint zwar hier, weil er verloren hat, doch Joey macht ihm klar, dass er seinen Bro kein schlechtes Vorbild sein soll und sie eben zusammen alles schaffen können. Aber scheiß mal darauf, in der Zwischenzeit nuke Kaiba den Duellanten mit seinem Obelisk einfach mal aus dem Universum. Wir erfahren hier auch, dass Ishizu und Marek wohl Geschwister sind. Eigentlich ist ihre Familie auch dafür da, das Grab des Pharao zu beschützen. Aber Marek hat da keinen Bock mehr drauf. Und Yugi wird dann einfach mal in den Zirkus gelockt. Dort trifft er auf einen anderen dunklen Magier. Und sein Gegner ist dabei Mareks Handlanger Pandora. Junge, was macht freaking Dio hier? Ja gut, wenn wir nach der deutschen Synchro gehen, dann sieht's ein bisschen anders aus. Armes Yugilein, ich weiß, es ist schwer für dich, dir deine Lieblingskarte im Deck eines anderen Duellanten vorzustellen. Ja, und Pandora oder Arcanes Art von Duell ist dabei auch ein klein wenig brutaler. Aber keine Sorge, in unserer Fassung haben die Dinger geleuchtet, was sie natürlich viel weniger bedrohlich machte. Yugi nimmt sich hier dem Duell aber natürlich trotzdem an. Pandora hat aber natürlich sofort gecheatet und beim Mischen darauf geachtet, dass er seinen dunklen Magier sofort auf der Hand haben würde. Yugi konnte das Ganze aber hier mit Kartenzerstörung, weil er ganz genau wusste, dass sein Gegner schummeln würde. Mit Gehirnkontrolle krallte sich dann Pandoras Monster und holt seinen dunklen Magier. Damit gibt's also hier ordentlich auf die Fresse. Aber auch Pandora kommt in der Falle und krallt sich ein Monster von Yugi, wodurch er seinen dunklen Magier aus dem Friedhof zurückholen kann. Sie setzen also nacheinander Fallen und Zauberkarten und beenden hier ihre Züge. Pandora lässt Yugis Magier dann hinrichten, aber Yugi regelt es mal wieder mit seinen Hüten. Also schießt Pandora Messerchen, doch Yugi kontert das mit seinem Counterbreaker. Dann greifen sich beide an und spielen gleichzeitig Monster Wiedergeburt. Also einer von denen muss ja jetzt cheaten, ich weiß zwar nicht, wer dran ist, aber einer mogelt. Pandora enthüllt auch dann, dass er damals ein krasser Magier war. Doch einer seiner Tricks ging schief, dadurch hat er seinen Fame verloren und auch seine Waifu. Eigentlich hat sie ihn noch geliebt, aber er konnte es einfach nicht glauben. Und dann hat Marek ihn versprochen, dass wenn er Yugi tötet, bekommt er seine Waifu wieder. Ja, und irgendwie ist sie auch hier und schaut dabei zu. Naja, Pandora macht hier jedenfalls weiter und setzt seinen dunklen Magier in Ketten, wodurch Yugi einen direkten Angriff abbekommt. Also geht er erstmal mit Gardner in die Verteidigung. Dafür hat Pandora aber auch schon sein Ektoplasma bereit. Was Yugi schockt, weil Pandora so böse ist, dass er seine Monster opfert. In einem Kartenspiel für Kinder. Pandora geht hier sogar so weit und opfert seinen eigenen dunklen Magier, seinen treuesten Gefährten. Das triggert hier auch den dunklen Magier von Yugi. Denn genauso wie Eren Jäger kann auch er nicht in Ketten gehalten werden. Er opfert also hier seine eigene Seele, um die von Pandoras Magier zu kontern. Bitte was? Jedenfalls sorgt eine Falle von Pandora dann dafür, dass das Feld wieder geleert ist. Und mit einer Zauberkarte holt er dann seinen Magier wieder zurück.
außerdem blockt er Yugis Falle. Damit hat er das Duell also technisch gesehen gewonnen. Aber weil Pandoras Zauber alle Spieler nutzen können, was übrigens nicht stimmt, kann Yugi auch einen Magier beschwören, nämlich das dunkle Magier-Mädchen. Und hey, die Karte haben die Yu-Gi-Oh!-Fans bestimmt ganz normal angenommen, oder? Ja, so viel dazu. Und obwohl sein Girl hier weniger ATK hat, geht Pandoras Magier down. Was daran liegt, dass dunkles Magiermädchen für alle dunklen Magier Sims auf dem Friedhof 300 ATK bekommt. Also auch für Pandoras Magier, was bedeutet, dass er hier von seinen eigenen Waffen geschlagen worden ist. Der Dreckige hat aber natürlich für den Fall der Fälle noch einen Ersatzschlüssel parat. Nur lässt Marek das Ganze hier nicht zu. Doch der kleine Yugi rettet den Typen dann doch nochmal. Und by the way, seine Waifu ist eigentlich eine Puppe. Er hat das nur nicht gemerkt und merkt es auch jetzt nicht, weil er ziemlich psycho ist. Und ja, das ist irgendwie voll dunkel. Dann erzählt Marek auch, dass seine Grabwächterfamilie immer in Dunkelheit lebte, um die Schätze des Pharao zu beschützen. Doch dabei sind alle nur gestorben und waren niemals wirklich frei. Die alten Hieroglyphen sagen auch, dass derjenige, der die Götterkarten in seinen Besitz bringt, der neue Pharao wird. Dieser möchte Marek nun werden, damit die Opfer seiner Leute nicht umsonst gewesen sind. Und auch er macht sich nun mit seiner ganz eigenen Götterkarte auf den Weg nach Domino City. Damit geht auch der Joey-Arc weiter und er nimmt sich der Ratte Weevil an, mit seinem Hurensohn von Lannister. Durch Schwert und Schild holt aber der Boy hier mal wieder einen Sieg. Und auch Jinzo mischt jetzt hier mit. Aber Weevil, komisches Monster, dringt hier in Jinzo ein und gibt ihm Lebenspunkte zurück. Joey löst die Situation dann mit seinem Panther und so kann er auch Jinzo wieder loswerden. Dann packt Weevil aber seine Insektenkombi aus. Nur macht er dieses Mal was anderes. Mit seinem Insektenparasit kann er nämlich hier alle von Joeys Monster zu Insekten machen. Dafür nutzt er auch die Insekten in Joeys Deck. Er hat zwar eigentlich keine, aber Weevil hat vorhin einen Kiddo Joeys Duel Disc stehen lassen, um eins reinzuschmuggeln. Außerdem kann Joey hier keine Monster mehr als Tribut anbieten. Und Weevil spielt hier auch noch eine Karte, mit der Joeys Insektenmonster nicht mehr angreifen können. Das kombiniert er dann hier auch mit einem Monster, was einfach mal direkt angreifen kann. Mit dieser Kombi holt er sich genug Zeit raus, um auch hier wieder mal Super Perfect Cell zu spielen. Damit ist Joeys Niederlage nur noch eine Frage der Zeit. Joey schafft es dann aber erstmal, die ATK von Cell mit seinem Teufelswürfel zu verringern. Und dann kann er mit seinen Engelswürfeln die ATK seines eigenen Parasiten boosten, damit das Ding eben Cell zerstören kann. Leider hat Weevil noch ein Ass, nämlich die Insektenkönigin. Die bekommt auch hier mehr Angriff für jedes Insekt auf dem Feld. Außerdem legt es super eklige Eier. Joey tut dann so, als hätte er vergessen, seine Monster in Verteidigung zu setzen, damit er mit seiner Falle Weevil eins seiner eigenen Monster erledigen lassen kann. Doch damit hat er noch lange nicht die Oberhand gewonnen. Das Schicksal scheint aber hier auf seiner Seite zu sein. Mit Gierfried hat er nämlich ein Monster gezogen, das nicht vom Parasiten betroffen ist, weil es aus Eisen ist und damit keine Ausrüstungskarten akzeptiert. Ja, so kann er sich ein ziemlich geiles Frühstück machen. Mit einem anderen Insekt boostet Weevil dann aber seine Königin auf bis zu 4800 ATK. Joey kündigt aber hier vor der nächsten Attacke an, dass das Duell schon längst entschieden ist. Er spielt nämlich hier mal wieder seinen Grabräuber, um sich damit Weevil Spray zu holen. Damit ist seine Königin nun Geschichte, Gierfried greift an und unser Boy gewinnt hier das Duell. Wir sehen dann, dass Yugi ein echt deepes Gespräch hat mit seinem Partner. Doch dabei nervt dann wieder ein weiterer Handlanger von Marek. Und dieser spielt einfach mal Kumpelblase. Diese fusioniert er dann zwar, aber Yugi stoppt wieder die Party. So kann Yugi ganz easy all seine Monster raiden. Doch sein Gegner hat immer noch den Wiederbelebungs-Jam, der immer wieder einen Comeback macht, wie eben Freezer in Dragon Ball. Da hilft ihm nicht mal der legendäre Buster Blader. Mit weiteren Zauberkarten holt er sich auch immer mehr Zeit raus und erschafft hier neue Slimes. Damit hat er genug Opfer, um so eine weitere ägyptische Götterkarte zu spielen, nämlich Slifer den Himmelsdrachen. Oder besser gesagt Osiris. Aber einer der Producer vom Yu-Gi-Oh! Anime in Amerika wollte sich irgendwie verewigen und hat sich eben selbst ins Spiel gebracht. Mich haben die übrigens auch ins Spiel gebracht. Meine Karte heißt Überarbeitung. Jedenfalls werden Slifers ATK hier mehr pro Karte in der eigenen Hand. Und da er eben auch hier den Pot der Gier hat, wodurch er zwei Karten ziehen kann, zieht er hier eben zwei Karten. Wie kontert Yugi das Ganze dann? Ja, mit dem Brekuribo. Das Ganze wäre natürlich nur eine Falle, damit er eine Karte aus der Hand von Mareks Puppe verbannen kann. Weil Buster Blader so Slifer besiegen würde, springt Mareks Schleim dazwischen. Das Ganze macht er auch hier wegen der Schleimfallenkarte, die er hat. Dazu kommt auch hier noch ein weiterer Zauber, der ihn drei Karten ziehen lässt, wenn ein Monster sich wiederbelebt. By the way, hat Joey auch
auch aktuell den richtigen Giga-Chat-Arc. Er suchte mich nach Duellanten, die stärker sind als er, damit er eben weiterkommt und stärker wird. Also fordert er hier Kaiba heraus. Doch bevor sie sich duellieren, wird ihr Duell unterbrochen, weil seine Männer eben den Duellanten mit einer Götterkarte gefunden haben. Yugi zieht dabei auch mal eine richtig sahnige Karte. Er opfert also hier seinen Bruder, um ein Date mit einem Girl zu haben. Ja, ziemlich edlos von dir, Pharao. Das triggert aber hier Slifers Effekt, der einfach seine Magierin wegnuken kann. Also packt er sie dann unter den Hut. Marek folgt aber weiter in seinen Gameplan und spielt eine Karte, mit der er unendliche Karten in der Hand halten kann. Dabei kann aber Yugi Marek ordentlich outplayen und seinen magischen Zylinder zünden. Und ja, eigentlich würde die Attacke direkt auf ihn zurückgegangen, aber irgendwie kann Slimekun auch das ablocken. Sein magischer Kreis funktioniert dabei auch nicht, weil Götterkarten nur einen Zug lang von Zauber und Fallen betroffen werden können. Damit hat Yugi also hier absolut keine Chance mehr. Bevor aber Yugi aufgibt, kommt Kaiba dazu, der ihm sagt, dass wenn sich Götter ihn in den Weg stellen sollten, soll er sie einfach zerstören. Yugi spielt also hier Gärtner und geht erstmal auf Defensive. Doch dieser hält nicht wirklich lange durch. Yugi kam aber dabei ein absoluter Geniestreich in seinen Kopf geschossen. Doch dafür muss er die eine Karte in seinem Deck ziehen, die er eben braucht. Was natürlich auch klar, weil er eben ein True Duelisto ist. Erst einmal spielt er hier Wiedergeburt und holt sich Buster Blader zurück. Das triggert zwar den Effekt von Slifer, der Monster zerstört, die eben 2000 ATK oder weniger haben, aber er zündet hier nicht, weil Buster Blader natürlich mehr Punkte hat. Trotz dem immensen Unterschied in Power greift Yugi dann hier an. Doch natürlich blockt der Jam mal wieder den Angriff. Darauf hat Yugi aber gewartet. Mit seiner Trumpfkarte Gehirnkontrolle übernimmt er hier nämlich die Kontrolle über den Gott. Doch bei einem Gott würde das Ganze ja gar nicht funktionieren. Yugi hingegen macht es gar nicht bei Slifer, sondern bei seinem Schleim. So kann nämlich der Schleim Slifers Attacke blocken, sich wiederbeleben und dadurch muss Marek ja weitere drei Karten ziehen. Damit hat Yugi Marek in eine Kette gefangen, da sich dieser Prozess immer wieder und wieder wiederholen würde. Yugi hat ihn einfach mal unter eine freaking Uchiha-Clan-Izanagi-Kette gesetzt. Dadurch wird Slifer zwar immer stärker, aber Mareks Puppe gehen dann die Karten aus und er verliert damit das Duell. So bekommt Yugi auch hier die Karte Slifer, der Himmelsdrache. Leider ist Marek aber schon in Domino City angekommen und mit seinem Tokyo Revengi Motorrad auf dem Weg zu Joey, um ihn zu raiden. Dabei hat er auch ein Zusammentreffen mit Bakura. Dieser möchte auch Mareks Millenniumstab haben, um alle Millenniumsgegenstände in seinen Besitz zu bringen, damit er eben die Kraft der Dunkelheit oder irgendwie sowas bekommt. Weil Marek die Millenniumsgegenstände aber nicht wirklich jucken, möchte er Bakura seinen Stab geben, sobald er Yugi erledigt hat. Bakura hat aber keinen Bock darauf und führt einfach jetzt schon ein Aura-Battle mit ihm durch. In der Zwischenzeit hat Joey auch hier das nächste Duell mit einem Ex-Yugi-Gegner, nämlich Marco Tsunami. Der Idiot hat aber vor dem Duell vergessen, die Insekten von Weevils Duell rauszunehmen. Er will den Effekt dann nutzen, aber er wendet ihn halt falsch an, weil er nicht weiß, wie ein Flip-Effekt richtig funktioniert. Anyway, Marco macht dann wieder auf Flashback. Also macht er es wirklich, er redet wieder eine ganze Folge lang über seinen Vater. Und nach wirklich sehr vielen männlichen Tränen verliert Marco dann hier das Duell. Und gibt Joey seinen Fischermann, der seine letzte Erinnerung an seinen Vater ist, was irgendwie voll traurig ist. Also, es kommt dann dazu, dass Marek auf nett macht und den verletzten Bakura bei unseren Leuten abgibt. Dann spielt er so ein richtiges Spielchen mit ihm und lässt sich von den Raritätenjägern fangen. Mit Thea und Joey als Geisel möchte nämlich hier Yugi aus der Reserve locken. Auch Mokuba wird hier wieder gefangen, damit sich Kaiba und Yugi eben hier auf ein Tag-Team-Duell einlassen. Und wenn sie hier verlieren, naja, werden sie zerbombt und sterben. Ja, ein ganz normales Duell-Leben. Natürlich haben ihre Gegner dabei ihre Decks aufeinander abgestimmt und helfen sich gegenseitig aus. Nicht so wie Kaiba und Yugi. Und diese Raritätenjäger spielen hier auch irgendwie krasse Maskenkarten, die die Monster unserer Boys schwächen. Mit einer ihrer Masken können sie sogar die Götterkarten kontern. Denn diese Maske hier verbietet eben, dass Monster als Tribut angeboten werden können. Doch mit seinem Kuri-Brag kann Yugi hier Kaiba absaven, was diesen aber richtig erniedrigt. Durch eine weitere Maske verlieren sie dann aber Kuribo. Yugi kann zwar mit Kartenzerstörung das Duell zu ihren Gunsten wenden, aber er spielt sie nicht aus, weil er Angst hat, Kaiba zu triggern, denn er könnte ja seine Waifu auf der Hand haben und deswegen sauer sein. Kaiba zwinkert ihn aber dann zu, dass er das Ganze möchte. Ich weiß auch nicht, warum er wusste, dass Yugi Kartenzerstörung hat, aber er zwinkert ihn zu. Und bevor das Bossmonster der Masken eigentlich sie dann zerstört, schützt Kaiba Yugi Boy, damit er eben seine Kartenzerstörung doch nochmal aktivieren kann.
Dadurch kann nämlich Kaiba mit Wiedergeburt seine Waifu zurück aufs Feld holen. Auch Guilfords Effekt von Yugi aktiviert sich damit aus dem Friedhof. Dadurch wird ihr Bossmonster nämlich geschwächt und besiegt. Durch weitere Masken wäre dann der Blauäugige fast draufgegangen, aber Yugi ist mal wieder klatsch. Seine Falle gibt Kaiba nämlich die andere Maske und boostet ihn wieder. Dadurch kriegen die Zwillinge Stress und streiten sich. Die Pappnasen können dann aber nochmal durch ein Gamble ein sehr starkes Monster aufrufen. Das hätte Yugi auch hier töten können, aber Kaiba droht hiermit, dass wenn sie nicht ihn angreifen, dass er sie in der nächsten Runde einfach finishen kann. So überlebt Yugi also einen weiteren Zug und dafür geht Blue Eyes drauf. Doch damit kann Yugi dann den dritten Magneten spielen und alle drei verschmelzen, um den ultimativen Mecha-Krieger zu kreieren, Valkyrion. Dieser kann auch richtig reinhauen, was aber hier einen Effekt auslöst. Ja, die Masken nerven dann zwar wieder rum, aber das Ganze ist kein Problem, weil Yugi einfach defusionieren kann, obwohl sein Monster eigentlich kein Fusionsmonster ist. Die Kontrolle geht aber dabei leider auf die Zwillinge über, was aber eigentlich ganz cool ist, weil Kaiba so mit Seelentausch ihre Monster benutzen kann. Was übrigens auch nicht geht, weil man eigentlich nur immer ein Monster nutzen kann. Aber egal, solange dadurch Obelisk, der Schellenverteiler, gerufen werden kann, ist es okay. Und ja, dieser nukt die natürlich sofort weg. Damit geht der eine von den beiden drauf. Nur hat er natürlich noch vorher einen Fallschirm vorbereitet. Den anderen nutzt Marek dabei auch aus, um Yugi und Kaiba zu provozieren, da er immer noch ihre Freunde gefangen genommen hat. Und nicht nur das, sie sind auch mittlerweile zu seinen Puppen geworden. Bevor sie es aber mit ihm aufnehmen können, haben sie nebenbei durch die beiden Maskenheinis ihre Qualifikation für Battle City durchgespielt. Kaiba juckt aber der ganze Rest eigentlich nicht wirklich, weil Mokuba einfach so alleine geflohen ist. Weil er aber nicht in der Schuld von Yugi stehen möchte, hilft er ihm doch nochmal, seine Friendos zu retten, die entführt worden sind, was ihm vorher einfach egal war. Währenddessen hat Odion, der Ehrenbruder, auch einfach mal für Marek und ihn 12 Schlüsselkarten gesammelt. Also, da Joey nun kontrolliert wird, kommt es zum Match zwischen ihm und seinem Bro. Doch dies ist nicht das Rematch, was Yugi sich gewünscht hat. Und natürlich gibt es hier mal wieder ein Handicap. Wenn man eben verliert, geht man mit einem Anker böse unter. Thea wird hier auch als Extrageiser benutzt, damit Kaiba ihr Match nicht unterbrechen kann. Außerdem ist Marek ein echter Angsthase und zwingt ihn einfach mal dazu, Slifer rauszulassen. Problem ist nur, dass Joey jetzt ein ziemlich ekliges Burn-Deck spielt und richtig rumnervt. Bei dem ganzen Duell beweist der echte Yugi auch hier richtige Eier und spielt selbst gegen Joey. By the way, nimmt es Tristan auch währenddessen alleine mit Mareks Leuten auf, während er noch Joeys Schwester beschützt. Die Filler-Götter sind aber auf deiner Seite, weil Duke Devlin ihn einfach mal aushilft. Naja, Yugi kommt hier auf jeden Fall auf eine clevere Idee. Er möchte mit Joey Karten tauschen, um so seine Erinnerungen an den Rotaugen zu triggern. So kann Joey sich gegen Marek auflehnen, nicht den Rotaugen nehmen. Yugi geht also hier einen Schritt weiter und beschwört diesen aktiv im Kampf. Yugi bleibt hier sogar so hartnäckig, dass er dem Pharao nicht wieder die Zügel in die Hand gibt. Er muss schließlich derjenige sein, der das Duell gewinnt und seinen Freund zurückverwandelt. Schlussendlich erreichen die Worte von Yugi Joey und auch sein Puzzle hängt er ihn dabei um. Denn falls Yugi verliert, möchte er, dass wenigstens der Pharao überlebt. Marek befiehlt Joey zwar, das Puzzle wegzuschmeißen, doch anders als damals, als Yugi von ihm gemobbt wurde, hält Joey hier ein. Er kann es hier nämlich nicht einfach wegwerfen. Bei Joeys Angriff nutzt Yugi dann Joeys eigene Falle, um sein Raketenwerfer zurückzusenden. Mit weiteren Torkno-Jutsu gelingt es Yugi hier, Joey auch immer mehr von Mareks Kontrolle zu lösen. Marek hat damit auch keinen Einfluss mehr auf seinen Spielstil. Joey kämpft hier rein nach Duellanteninstinkt. Dabei kommt Yugi auf die Idee, einfach gleichzeitig auf 0 LP zu kommen, damit eben beide freikommen. Joey kann sich auch immer mehr und mehr aus Mareks Manipulation befreien. Denn seine Erinnerung, seine Gefühle, eben seine Freunde sind stärker als Mareks komischer Stab. Joey hat Marek schon längst besiegt und bevor die Zeit abläuft, werden beide freikommen. Darauf wettet hier Yugi. Weil das Marek also gar nicht schmeckt, übernimmt er Joeys Körper komplett und spielt den Todesmeteor, der ihm selbst 500 und seinem Gegner 1000 Punkte abzieht. Bevor er aber einschlägt, löst Joey doch nochmal sein Siegel. Dabei flippt Yugi seine Fallenkarte und kann damit Joeys Karte umleiten. Bevor er das aber tut, schaltet sich wieder John Kaiba Wick ein. Mit seiner Yu-Gi-Oh-Karte schlitzt er einen von Mareks Leuten auf, gibt ihnen einen Kick und sichert damit Thea. Gleich danach entscheidet sich Yugi dazu, selbst die Attacke abzubekommen, um Joey den Schlüssel zu geben. Aber weil die Karte, die er gespielt hat, noch den Effekt hat, kann Rotauge hier angreifen. Und so bekommt auch Yugi doch nochmal seinen Schlüssel. Auch Joeys Schwester ist mittlerweile hier und kann dabei sehen, wie ihr Bro seinen besten Freund rettet. Nur ist es leider zu spät und sie gehen hier beide unter. Selbst für Tristan ist es dabei zu spät. Und verdammt, man, ich weiß, das ist Yu-Gi-Oh! Ein Anime, der ein Kinderkartenspiel promoten soll.
soll, aber wie Joey auf Ehrenbruder-Basis hier Yugi rettet und dabei selbst untergeht, hat mich schon getroffen. Und dazu kommt auch, dass seine Schwester reinjumpt und den guten Bruder doch nochmal rettet. Und dieses Mal wird Joey beim Anblick des Meeres klar, dass er schon immer frei war, weil er seine Freunde hat. Und Duke Devlin. Mit genug Schlüsselkarten finden unsere Leute dann auch raus, wo das Finale des Battle City Turnier stattfindet. By the way ist der böse Bakura auch wieder bei Bewusstsein, weil Marek ihn einfach machen lässt. Und so verdient er sich auch nochmal alle Schlüsselkarten und bringt dabei auch ein paar Kids ins Reich der Schatten. Also bringt sie um. Wie dem auch sei, damit haben wir unsere 8 Finalisten. Seto Kaiba, Yugi Muto, Mai Valentine, Joey Wheeler, Marek Ishtar, nur weiß es noch keiner, sie denken alle, er heißt Namu, Odin Ishtar, der sich hier für Marek ausgibt, Bakura Ryo und Tristan Taylor. Nein, Ishizu Ishtar. Vor den Battles gibt es hier aber nochmal eine fette Deck-Vorbereitung. Und hey, Yugi, chill mal, bitte nicht so knicken. Bakura hingegen wirkt einfach mal wie ein Kannibale. Ja, also per Losverfahren finden wir dann auch raus, dass Bakura Yugis erster Gegner wird. Und natürlich riecht der Fahrer auch schon, dass bei Bakura irgendwas faul zu sein scheint. Die duellieren sich hier auch sehr weit oben, weil Kaiba es enorm cool fand, dass bei den Duellen die Haare so cool wackeln würden. Und ja, natürlich sehen alle dann, dass Bakura immer noch einen Ring hat. Er hat mit Marek auch eine Abmachung geschlossen, dass er eben im Austausch für Slifer den Stab bekommt. Außerdem ist auch ein Teil von Marek einfach in der Seele von Bakura. Und ich weiß auch nicht, warum Yugis Gazelle sein Ass in die Kamera hält, aber wenigstens ist er hier effektiv. Bakura lässt sich hier aber absichtlich fertig machen. Indem er nämlich Monster von seinem Friedhof entfernt, kann er sein Bossmonster spielen. Yugi kontert dann aber seine Dunkelheit mit dem allerhellsten Licht im Universum, den dunklen Magiermädchen. Weil sie ein paar Manga liest, wird sie auch stärker und raidet so Bakuras Monster. Bis wegen dieser seine super creepy Feldkarte spielt. Damit kann er irgendwie Geister auf Yugi Monster setzen, durch die Yugi selbst Schaden nimmt, wenn er angreift. Außerdem heilt sich Bakura dafür. Dann kommt er mit seiner komischen Geisterkarte an. Wenn er dabei nämlich alle Buchstaben beisammen hat, gewinnt er das Duell. Außerdem kann er sich mit seiner ganz eigenen Kuribo-Version eine nice Karte auf die Hand ziehen. Mit seinem Geist und seinem Zauber, dass Yugi immer nur mit einem Monster angreifen kann, hat er ihn hier Schach gesetzt. Weil Bakuras Falle bei Yugis Angriff dann getriggert wird, wird er gezwungen, wieder mit dem dunklen Magiermädchen anzugreifen und so verliert er wegen einer anderen Karte wieder mal Punkte. Yugi hat aber hier selber noch eine Falle, mit der er alle Ausrüstungskarten Kuribo zuschieben kann. Außerdem spielt er einen weiteren Zauber, der Kuribo zerstört. Yugi holt sich dann auch Dark Necro 4 von Bakura, um seine Feldkarte zu kontern, wodurch er nur noch 5 Slots hat, um seine Zauber und Fallen zu spielen. Vorher hat er 10 gehabt, habe ich nicht erwähnt, aber war so. Außerdem wird er hier weggelasert. Wenn seine andere Zauberkarte auch gleich aufgelöst wird, können alle Monster wieder angreifen und Bakura ist damit sicher geliefert. Er lacht aber hier trotzdem, weil er noch seinen Priester hat. Mit ihm kann er nämlich Necro 4 als spezial besprochenes Monster einfach so zerstören. Und mit ihr auf den Friedhof kehrt dann seine Feldzauberkarte wieder zurück. Was bedeutet, dass Bakura im nächsten Zug automatisch gewonnen hat. Aber Yugi wird sicherlich die Karte ziehen, die er braucht. Ja, das tut er dann auch. Damit kann er mit 3 Opfern hier seine neue Götterkarte Slifer, den Executive Producer, beschwören. Und wenn ihr den Joke nicht kennt, dann kennt ihr einfach nicht einer der geilsten YouTube-Kanäle. Bakuras Zauber wirkt dann auch nicht mehr, weil ein Geist niemals einen Gott besetzen könnte. Bevor Yugi dann gewinnt, kommt aber Odio nochmal dazu und verrät, dass Bakura von ihm und dem Millenniumstab besetzt wird. Bakura und Marek schmieden hier auch einen Plan und lassen den wahren Bakura wieder frei, um ihm Yugi hier zu drohen, dass eine Attacke von einem Gott mit seiner Verletzung, die er vorher schon hatte, ihn umbringen würde. Yami Bakura entscheidet sich aber dazu, dass er auf so eine Art und Weise auf gar keinen Fall gewinnen könnte, weil es unter seiner Würde wäre. Also kommt er zurück und lässt sich hier besiegen. Okay, ich muss ihm Respekt geben, das ist ein bisschen cool. Alle denken jetzt, dass er irgendwie tot ist und dass Yami Yugi Bakura nicht sofort gefinisht hat, zeigt ja, dass der kleine Yugi sehr wohl einen großen Einfluss auf seinen Charakter hat. Und by the way, der Ring ist immer noch da, es weiß nur keiner, weil den jetzt Thea hat. Tristan und Duke kämpfen dann völlig random um Joeys Schwester und gehen dabei beinahe drauf. Aber sie werden von der Legende himself Shadi gerettet. Von ihm erfährt Yugi auch, dass nur Leute, die von Millenniumsgegenständen auserwählt wurden, Götterkarten benutzen können. Als Pegasus auch damals die ägyptischen Steintafeln gesehen hat, fand er auch die Götterkarten und wollte sie zeichnen. Doch damit sind mehrere Mitarbeiter von ihm einfach durchgedreht, weil diese Karten zu mächtig sind. Wie gesagt, Pegasus konnte sie zwar zu Ende zeichnen,
zeichnen und auf Karten bringen, aber er wurde so verrückt und hatte so viel Angst, weil sie eben so mächtig sind, dass er sie von Ishizu versiegeln ließ. Shady teilt ihn dann auch mit, dass alle Millenniumsgegenstände auf diesem Schiff sind und Yugi muss eben alle sammeln, um seine kompletten Erinnerungen freizuschalten. Im nächsten Match treten dabei Joey und Fake Marek an. Odion nervt aber mit seinen Karten und limitiert hier die Anzahl an Karten, die man pro Zug spielen kann. Joey kann hier aber kontern mit seiner Tsunade. Diese kann nämlich alles wegfegen, wie eben Tsunade jeden Mann. Doch vorher baut er sich erstmal ein Feld von Monstern auf. Dann spielt er seine Tsunade. Mit seiner Anubis-Falle kann ihn Odion aber kontern. Und Joey bekommt dabei Schaden in Höhe der Hälfte der ATK seiner Monster. Da Odion aber nur mit Fallen spielt, muss hier Joey irgendwie selbst die Initiative ergreifen. Er könnte natürlich auf Jinzo warten, aber greift hier lieber trotzdem an. Wodurch sein Angriff aber leider zurückgeschleudert wird. Joey kann aber hier sein Monster einfach mal in der Box oder so verstecken. Dann beginnt Odion damit, auch Fallen zu spielen, die als Monster behandelt werden. Joeys Sündenböcke gehen damit drauf und er ist kurz davor zu verlieren. Doch er gibt hier nicht auf. Nicht bis er sich bewiesen hat und sein Rematch mit Yugi bekommt. Er ist es hier eben allen schuldig, die er in Battle City besiegt hat. Und Jungs, ganz ehrlich, Joey Wheeler ist einfach mal der wahre Protag von Yu-Gi-Oh! Selbst der Pharao respektet ihn und droppt wieder den Satz, was kann gesehen werden, bleibt aber versteckt. Was tut Joey also darauf hin? Den verschissenen Soldaten von Lannister spielen. Wenigstens kann er dann auch mit seinem Grabräuber Jinzo aus dem Friedhof zurückholen. Mit dieser Karte kann er Odion hier auch Schach setzen. Also holt dieser sich Zeit mit Lichtschwertern raus. Das gibt Joey aber hier genug Zeit, um sich eben ein Feld voller Monster aufzubauen, die er bei Battle City gewonnen hat. Odion hat hier aber noch eine weitere Geheimwaffe. Mit seiner heftigen Kombination holt er sich nämlich hier einen Skorpion. Weil Joeys Karten also nicht stark genug sind, lassen sie sich hier nacheinander fressen. Außerdem bekommt das Ding immer mehr ATK dazu. Odion bekommt dann auch miese Flashbacks. Er wurde nämlich damals von der Ishtar-Familie aufgenommen und kümmerte sich dann auch um Marek, der eben ihre Familienlinie der Grabwächter weiter fortsetzt. Soll. Weil Odin aber immer schlecht behandelt worden ist, da er die Schuld bekommen hat, wenn Marek sich verletzt hat, ging die Wut mit ihm durch und er wollte seinen Bro umbringen. Doch der kleine Marek sah Odin immer als seinen wahrhaftigen Bruder an, also hat er ihn doch nochmal lieb gewonnen. Leider musste er dann auch dabei mit ansehen, wie die Steintafel des Pharao auf den Rücken des kleinen Marek niedergebrannt worden ist. Dabei ging es auch los, dass Marek irgendwie anders wurde. Wegen dem, was Marek passiert ist, wollte Odion den Schmerz mit ihm teilen und hat sich ebenfalls schmerzvoll im Gesicht etwas einbrennen lassen. Er würde eben alles für Marek tun, egal was mittlerweile aus ihm geworden ist. Genauso ist es hier beim Duell. Egal woher beide kommen oder was sie antreibt, beide, Odion und Joey, respektieren sich hier als wahrhaftige Duellanten. Mittlerweile hat Joey zwar all seine Monster verloren, aber gibt hier immer noch nicht auf. Außerdem erkennt er hier, dass sein Gegner hier nicht derjenige sein kann, der ihn Gehirn gewaschen hat. Was eigentlich ziemlich scheiße ist, weil Marek ja geheim bleiben wollte, um eben Kaiba mit seinem Stab manipulieren zu können. Odion hätte hier das Duell gewinnen können, aber um Mareks Plan weiterhin Folge leisten zu können, muss er hier die Fake-Götterkarte spielen, die er bekommen hat, um zu beweisen, dass er Marek ist. Er opfert also hier sein Monster und mit dem Special-Effekt seiner Karte kann er hier den geflügelten Drachen des Ra beschwören. Die Punkte von Ra setzen sich dabei aus allen Opfern zusammen, also ist er immer noch mächtig. So glauben auch alle wieder, dass Odion wirklich Marek sein muss. Doch genauso wie damals bei der Ishtar-Familie ist auch hier einfach nicht der Auserwählte und deswegen bekommt er hier den Zorn eines Gott zu spüren. Joey wird dabei auch ohnmächtig und weil das Duell immer noch läuft, laufen beide hier Gefahr von Ra verletzt zu werden. Doch derjenige, der in den nächsten 5 Minuten aufsteht, würde das ganze Duell gewinnen. Durch einen Traum über seine Freunde schafft es Joey hier zuerst und gewinnt damit das Duell. Odion und Joey werden dann nochmal Nakamas, nur Marek geht es hier überhaupt nicht gut. Endlich bin ich wieder frei. Ja, jedenfalls wissen nun alle, wer hier wirklich der wahre Bad Guy ist. Übrigens, die Stimme ist nur auf Deutsch so. In Japanisch spricht er einfach nur ein bisschen fieser. Ja, er kann auch gleich mal zeigen, was er drauf hat, da er hier gegen Mai Valentine ran muss. Also, mal sehen, wer stärker ist. Mai's Chicken Girls oder Mareks Ultimate Chicken. Natürlich spielt er bei diesem Duell mal wieder seine Wiederbelebungstaktik. Weil Mai aber seltene Karten am Start hat, kann sie das Ganze kontern. Auch die Karten der Maskeneinheit hat Marek hier am Start. Aber die Spiegelwand ist
natürlich auch nicht von schlechten Eltern. Marek macht dann also richtig ernst und macht aus ihrem Duell ein Schattenduell. Dabei kommt es dazu, dass alle Monster von Mai Seelen ihrer Freunde widerspiegeln. Wenn sie also zerstört werden, verliert sie all ihre Erinnerungen an diese Person. Sie haben hier also ein waschechtes Yamino Game. Okay, Bruder, der japanische Typ ist auch echt scary. Wie dem auch sei, Mais Eltern sind damals schon früh gestorben und sie war immer allein, bis sie im Königreich der Dolanten wahre Freunde gefunden hat. Doch nun verliert sie hier das Einzige, was ihr wichtig ist. Bevor es aber soweit kommt, kommt ihr Yugi Abi zu Hilfe. Sie darf nämlich keine Angst vor der Dunkelheit haben, um gegen sie anzukämpfen. Leider ist Marek aber nicht nur ein krasser Psycho, nein, er ist auch echt gut in einem Kinderkartenspiel. Mais war ebenfalls sich übel und klaut sich hier Mareks Götterkarte. Fürs Erste kämpft sie sich hier mit ihren Amazonen aber weiter durch. Mit freundlicher Wohltat zieht sie dann all die nötigen Karten. Mit Hilfe von Cyber Harpier und ihrer Mangekyo Zauberkarte kann sie nämlich hier ihre Schwestern dazu holen, was Joey ordentlich hypt. Jedenfalls kann sie die drei Schwestern hier opfern, um Ra zu beschwören. Doch leider ist sie nicht in der Lage dazu, Ra zu kontrollieren. Man muss nämlich einen schönen Text aufsagen, bevor man ihn beschwören kann, weil er eben eine Zundere ist. Leider ist der Text in einer anderen Sprache, die nur Marek selbst entschlüsseln kann. Weil Mai also die Hände gebunden sind, holt sie mit einer Falle hier Zeit raus. Außerdem will Marek mit ihr irgendwie auf die nächste Base gehen oder so? Weil die Illusionen in einem Spiel der Schatten auch echt werden, hat sie hier richtige Schmerzen. Und Marek nutzt dann mit Hilfe von dem Text Ra einfach für sich selbst. Wieder da, Marek ist da, alleiniger Erbe der Grabwächter. Wird kontrolliert vom Millenniumstab, erweckt den geflügelten Drachen des Ra. Lass auf der Welt seine Schatten los, lächerlich wie du an Frieden glaubst. Yami Yugi ist der Pharao, werde ihm seinen Titel klauen. Du kannst auf mich in der Hölle warten, werde beschützt von den Götterkarten. Du willst dich battlen, komm ruhig einmal her und ich rufe die Bestie, beschwör den Drachen. Du stehst vor dem Ende, willst weitermachen, aber mich besiegen, das wird keiner schaffen. Leg ich die Karten, ist wenig zu machen, verbann dein Körper in das Reich der Schatten. Ja, Marek selbst wurde zu dem, was er heute ist, weil der richtige, wahre Marek wegen dem Pharao solche Schmerzen erleiden musste. Um damals irgendwie überleben zu können, musste Marek eben seine Persönlichkeit spalten. Als der kleine Marek dann damals sah, was Odion für ein Opfer gebracht hat, konnte er die Dunkelheit kontrollieren. Nun, da Odion jetzt K.O. ist, kann eben Yami Marek wieder frei wüten. Bevor Raba hier angreift, versucht Joey Mai zu retten. Weil das aber nicht klappt, macht Yugi hier auf Iruka. Doch Marek gewinnt natürlich hier das Spiel und Mai musste dafür ihre Seele opfern. Joey schwört aber hier, dass er derjenige sein wird, der ihm noch sein Handwerk legen wird. Damit kommen wir auch zum letzten Match in Runde 1. Kaiba gegen Ishizo. Das Duell läuft an sich ganz okay für unseren Kaiba-Boy. Doch Ishizo ist irgendwie überzeugt davon, dass sie auf jeden Fall gewinnen wird, weil das Schicksal es eben so will. Sie weiß sogar, welche Karten Kaiba auf der Hand hat, weil sie eben auch schon weiß, wie das Duell ausgehen wird. Sie bringt ihn auch so weit, dass es nur noch den Ausweg gibt, mit Obelisk zu gewinnen. Doch darauf wartet Ishizo hier, um eben mit ihrer Falle Obelisk zu nuken. Kaiba nutzt also die Karte Seelentausch, um ihre Monster zu opfern, was Ishizo natürlich voraussieht. Damit beschwört er also Obelisk und ihre Falle ist damit aktiviert worden. Nun muss Kaiba nur noch angreifen und das Duell ist entschieden. Doch in dem Moment, in dem er angreifen wollte, aktiviert sich Mareks Millenniumstab und gibt Kaiba einen übelsten Schock. Er bekommt nämlich hier die Wahrheit zu sehen. Und damit sieht er, dass der weiße Drache schon immer von Anfang an seine Waifu gewesen ist. Kaiba tut damit das, was keiner erwartet hätte. Er verändert Ishizos Vision und opfert Gott für seine Waifu. Durch seine Waifu verändert Kaiba hier die Zukunft und mit seinen weißen Drachen gewinnt er doch nochmal das Duell. Die ägyptischen Wurzeln gehen dabei sogar noch weiter, denn obwohl der Computer die Schrift von Ra nicht analysieren konnte, kann Kaiba sie nun einfach so lesen. Ishizo spittet dann auch mal, was mit ihrer Familie passiert ist. Nachdem Marek das krasse Tattoo bekommen hat, kam es dazu, dass er unbedingt mal die Außenwelt sehen wollte. Dabei fand er auch ein Magazin mit coolen Motorrädern. Und er sah auch einen coolen Anime über coole Motorräder. Die sind damals auch auf Shadi getroffen, der basically zu ihnen sagte,
Yo, bald kommt voll die Tragödie auf euch zu. Als sie dann also wieder zurückkehrten, merkten sie, dass ihr Vater ihren kleinen Ausflug bemerkt hatte. Odion musste also mal wieder eine fette Strafe absitzen. Und als er sich dann an seinen Kindern vergreifen wollte, regelte es hier Mareks böse Seite. Was daran lag, dass Odion hier wieder mal bewusstlos war. Und mit dem Millenniumstab hat Marek dann seinen Vater erledigt. Bevor er dann Odion umbringen konnte, kam er aber wieder zu sich. Der echte Marek konnte nicht verstehen, was hier passiert ist, und verknüpfte Shadis Prophezeiung mit dem Tod seines Vaters. Also kam er auf den Schluss, dass der Pharao Yami-Yugi an allem schuld sein muss. Deswegen ist er auch so böse geworden. Von Ishizu bekommt Yugi dann die Millenniumskette und die Thea-Marionette legt dabei auch den Millenniumsring zurück. Was ganz gut ist, weil dieser dann Yami Marek auffällt, bevor er eben Odion umbringen kann. Der echte Marek ist schließlich immer noch in Bakura verankert. Und naja, die beiden liefern sich dann oben an Deck irgendwie ein Duell. Der echte Marek ist sich mittlerweile über seine Schuld bewusst und er weiß ganz genau, dass dem Pharao keine Schuld trifft. In der Zwischenzeit trifft Yugi auch Yami in seinen Gemächern. Weil er ihn nämlich mittlerweile besser versteht, findet er sich auch in seinem Labyrinth besser zurecht. Auch wenn Yugi hier klar ist, dass sie sich irgendwann trennen müssen, will er hier alles tun, um die Erinnerung von eben Yami zurückzubringen. Also bei dem Duell kann sich Bakura rakrallen und da der echte Marek bei ihm ist, können sie ihn sogar beschwören. Yami Marek nutzt dabei eine Falle. Er nimmt sein Monster nämlich die Punkte, stärkt seine eigenen Lebenspunkte und lässt Ra dadurch super schwach werden. Also opfert auch Bakura danach einfach so den geflügelten Drachen des Ra. Und die Götterkarten sind zwar unbetroffen von Fallenkarten und Zauberkarten, können sie nur einen Zug lang beeinflussen, doch das reicht hier Yami Marek aus und aktiviert Ras wahren Special Effekt. Er opfert nämlich alles von sich auf, um seine Lebenspunkte Ra zu überlassen. Und mit einer Keule von über 8000 ATK zerstört hier Bakudas gesamtes Feld. Dieser schwört aber, dass er, egal was passiert, definitiv zurückkehren wird. Und der echte Bakura ist damit irgendwie auch verschwunden. Doch wie ihr wisst, hat er natürlich einen Teil von Yugis Puzzle manipuliert, deswegen chillt er dann noch ein bisschen. Und der echte Marek hat immer noch einen Backup in eben Thea. Yami Marek kann dann nicht damit weitermachen, Odion umzubringen, weil dieser einfach weg ist. Aber oh nein, Achtung, Achtung, das ist keine Übung. Unsere Finalisten kommen hier direkt in einen Sturm. Nämlich in einen Fillersturm. Ja, also das Ding ist, Kaibas Vater war ein ganz schönes Arschloch. Damals hat er nur Militärzeug hergestellt, bis Kaiba die Firma eben nach seinem Tod übernommen hat und eine Kinderkartenspiel-Firma daraus gemacht hat, womit er noch reicher wurde. Jedenfalls werden sie hier von einem komischen Typen namens Noah gefangen genommen. Dort treffen sie die Big Five. Nee, nicht die Anime Big Five, sondern Männer in Anzügen. Ja, die waren auch in dem Filler-Arc vorher da, aber den haben wir komplett geskippt. Naja, jedenfalls wollen sie hier irgendwie die Firma zurückhaben. Dafür müssen sie aber in einem Duell gewinnen und dadurch können sie den Körper der Kinder bekommen, um wieder in der echten Welt leben zu können. Für den ganzen Plan erkennen sie also hier die Körper unserer ganzen Truppe in eine digitale Welt. Ja, wie gesagt, hier müssen alle ihre Duelle gewinnen, weil sie sonst ihre Körper verlieren. By the way, wir haben hier auch Flashback-Time. Seto und Mokuba waren nämlich damals Waisen, bis sie eben auf Senior Kaiba getroffen sind. Er hat sich dann sofort mit ihnen in einer Partie Schach duelliert, um eben von ihm adoptiert zu werden. Keine Sorge, merkt ihr das, wir machen da gleich weiter. Jedenfalls gewinnen hier alle ihr Duell. Sogar verdammt nochmal Thea. Ich meine, die kennt sogar die Regeln des Pokémon TCG besser als die von Yu-Gi-Oh! Und die Regeln des Pokémon TCG kennt keiner! Sogar Serenity, die keinen Plan hat, was sie hier eigentlich macht, hat gewonnen! Sogar Duke Devlin hat gewonnen! Nur Tristan Taylor ist der Einzige, der sein Duell verloren hat und zu einem Affen wurde. Ach ja, Kaiba Filler Flashback. Also, Seto hat damals von seinem Dad 2% der Firma bekommen. Außerdem wurden ihm 1 Milliarde Yen geliehen. Damit hat sich Kaiba Boy eine Firma gekauft, immer mehr Geld gemacht und dann die anderen Aktienhalter, die bösen Bösis in diesem Arc sind, auf seine Seite gezogen. Jemand hat aber irgendwie geleakt, was sie vorhaben und Seto dachte, dass Mokuba schuld wäre, weswegen er ihn rausgeschmissen hat. Weil Senior Kaiba, also Gosaburo, Mokuba dann auf seiner Seite hatte, hatte er mit seinen 2% noch 51% der Firmenanteile. Mokuba hielt aber dennoch zu Seto und damit hat Teenie Seto ein Multimilliardenkonzern einfach mal so gesnackt. Weil dies auch zu hart war für seinen Ziehvater, ist er danach, naja, gestorben. Und die ganze Sache mit Mokuba war von Seto auch geplant, weil er ganz genau wusste, egal was er tun würde, Mokuba würde immer zu ihm zurückkehren, da sie als Brüder das einzige echte Band besitzen. Wie dem auch sei, es kommt hier raus, dass Noah der wahre Sohn von Gosaburo ist. Nur ist er eben damals gestorben. Ach ja, und in einem Tag-Team-Duell von Joey und Yugi können sie dann auch den Körper von ihrem Buddy Tristan zurückgewinnen.
So, Seth und Noah betteln dann irgendwie darum, wer Mokuba als Bruder behalten darf oder so. Noah lebt hier auch noch, weil sein Vater ihn nach seinem Tod digital hochgeladen hat. Dieser drehte dann aber irgendwann durch und fand heraus, dass er mit den Waffen der Kyber Corp die gesamte Welt nuken könnte. Gozaburo merkt also, dass sein Sohn durchgedreht ist, hat ihn den Rücken gekehrt und adoptierte Seto und Mokuba. Seto verliert dabei auch sein Duell gegen Noah, weil er eben anstatt das Duell unentschieden ausgehen zu lassen, indem er seine Falle aktiviert, den Blauäugigen gespielt hat, um seinen Bro wieder von Noahs Gehirnwäsche zu lösen. Jedenfalls macht er seiner Niederlage Yugi hier weiter. Ist aber eigentlich egal, er spielt den ultimativen Drachen, defusioniert ihn und kann dann gewinnen. Ja, Gozaburo nervt dann auch nochmal rum, aber hey, damit kann Kaiba endlich mal sein Trauma besiegen und die schwarze Exodia für immer vernichten. Damit kommen sie also wieder frei und Noah opfert sich dann doch nochmal, damit alle entkommen können, weil sie sonst von einer Rakete genukt worden wären. Also quasi der Redemption-Plot gegen Ende des Arcs. Wie dem auch sei, wir sind damit raus und kommen zurück zum Main-Plot. Im Duellturm gibt es nämlich hier gleich die nächste Instanz. Ein Viererduell, um zu entscheiden, wer gegen wen im Finale spielt. Joey lenkt das Duell dabei auch so, dass er gegen Marek spielen kann, um eben Mai zu retten. Was praktisch ist, weil Kaiba Yugi will, um ihn seine Götterkarte abknöpfen zu können. Also, da die Matchups nun klar stehen, kommen wir jetzt zum Halbfinale. Dieses Mal darf Joey auch gegen den wahren Marek spielen. Und hier wird ihr Spiel auch mal wieder ein Spiel der Schatten. Deswegen nimmt Joey auch Schaden, wenn er seine Monster verliert. Mit seinen Sündenböcken hält er hier durch und spielt auch seinen Raketenkrieger. Das löst aber Mareks Falle aus, womit er seinen Panther fangen kann, womit dieser nun jeden Zug ATK verliert. Mit dem Effekt seines Rocket Boy kann Joey Marek aber nochmal ordentlich zusetzen. Auch sein Panther haut dabei nochmal richtig rein. Marek wollte aber hier, dass sein Monster zerstört wird, damit er es eben in Joeys Friedhof packen kann. So kann er nämlich mit dem Effekt Joeys Jinzu abknüpfen, weil dieser nun jeden Zug eine Handkarte verliert. Und mit der ganzen Backrow, die Marek hat, sieht es hier sehr schlecht aus für unseren Boy. Damit gerät er auch in eine absolute Abwärtsspirale von Fallen. Er kann nichts machen und seine Monster als auch Lebenspunkte sinken immer mehr und mehr. Joey spielt also hier eine Zauberkarte, bei der Marek raten muss, nämlich welches Monster auf dem Boden seines Friedhofs ist. Wenn er dabei nicht richtig liegt, kann Joey ein Monster aus seinem Friedhof beschwören. Marek kann aber hier gar nicht wissen, welche Karte auf dem Friedhof ist, weil sie eben random dorthin geschickt worden ist. Also gewinnt Joey und kann so Jinzu beschwören, womit nun Mareks Fallen Geschichte sind. Mit seiner Battleface kann er Marek hier auch so richtig schön einheizen. Doch Marek hat hier einen weiteren Trumpf, nämlich seine Zauberkarte. Mit dieser kann er nämlich Joeys Battleface beenden, wodurch er dann Lava Golem spielen kann. Nur gibt er hier Joeys Monster als Tribut an. Doch damit ist unser Boy jetzt gefangen. Er schmilzt jeden Zug und zieht damit Joey 700 Punkte ab. Als er dann mit dem Ding angreifen wollte, kommt Marek mit einer Falle, mit der er ein Monster Special beschwören kann. So bekommt er ein Monster, was nicht zerstört werden kann, und durch Mareks andere Falle verliert er jeden Zug weitere Karten. Dazu kommt noch, dass Marek sich hier einen weiteren Aal dazu holt. Joey wird hier auch komplett disrespected, weil Marek ohne seine Götterkarte gewinnen möchte. Doch ein Ausweg bleibt ihm noch, nämlich seine Engelswürfel. So kann er Mareks Monster nämlich boosten und so seine Zauberkarte kontern, die es nur erlaubt, Monster mit 500 oder weniger ATK zu duplizieren. So bekommt Joey seine Monster wieder frei und kann drei Monster opfern, um seine ganz eigene Götterkarte zu beschwören, nämlich Guilford der Blitz. Durch seinen Effekt, wenn man drei Monster als Tribut anbietet, kann er nämlich das gesamte Feld von Marek wipen. Doch bevor Joey durch eine direkte Attacke gewonnen hätte, konnte Marek noch eine weitere Falle auslösen. Guilfords Attacke wird hier nämlich direkt zum Absender zurückgeschickt. Nur verliert Joey dabei lediglich 1000 Punkte. Viel wichtiger ist aber hier, dass Marek für den Move eine Karte auf den Friedhof schicken musste. Dadurch kann er dann in seinen Zug mit Wiedergeburt Ra aufs Feld rufen. Er hat zwar 0 ATK, doch mit Mareks Special Move kann er, indem er 1000 Life Points opfert, Joeys Feld wipen. Marek kann ihn zwar keine Punkte abziehen, aber er will ihn hier durch Guilfords Zerstörung so viel emotionalen Schaden hinzufügen, dass er das Duell nicht weiter fortführen kann. Ja, er will ihn hier im wahrsten Sinne des Wortes töten. Ich frag mich wirklich, ob Joey es schaffen wird, doch nochmal das Ruder rumzureißen in der nächsten Folge von Yu-Gi-Oh! Also, Joey bekommt den Effekt hier ab und wird absolut durchgebraten. Aber dieser MF namens Joey
f***ing Wheeler steht nach der Attacke immer noch. Und nun, da er dran ist, kann er hier das Duell für sich entscheiden. Seine Reise, ein wahrhaftiger Duellist zu werden, wird sich damit erfüllen. Anfangs konnte er noch gar nichts, doch nach und nach lernt er immer mehr über das Spiel, aber viel wichtiger, mehr über sich als Menschen. Im Grunde sind wir alle Joey. Wir alle lernen doch durch das Kartenspiel, was uns miteinander verbindet, was es wirklich bedeutet, ein wahrer Duellant zu sein. Mit Joey, der hier gegen Marek gewinnt und seine Revanche mit Yugi dafür bekommt, würde man den ultimativen Character-Arc schaffen, der den Zuschauer einfach zu einem aktiven Charakter der Show macht. Denn wir alle träumten doch irgendwann mal davon, Yugi in einem Duell zu besiegen. Joey zieht also hier und bekommt sogar ein Monster auf die Hand. Mit Gierfried, den Eisenritter, kann er hier einen Gott mit seinen reinen Willen und Duellanteninstinkt besiegen. Doch bevor er seinen Angriff zu Ende ausführen kann, geht er leider zu Boden, womit Marek das Duell doch noch gewinnt. Viel schlimmer noch, Joey scheint hier nicht mehr zu atmen. Selbst Kaiba muss dabei anerkennen, dass Joey ein wahrhaftiger Duellant ist. Außerdem hat Marek zu viel in dem Duell verraten, wodurch Kaiba nun weiß, wie er ihn besiegen kann. Zum Glück haben die Ärzte es aber dann doch nochmal hinbekommen, dass Joey irgendwie am Leben gehalten wird. Doch sein Zustand ist äußerst kritisch. Dieser Hit ist auch zu viel für Yugi. Weder er noch der Pharao können hier weitermachen. Sein Versprechen mit seinem Freund sind ihm wichtiger als seine Erinnerungen oder irgendwelche Götterkarten. Diese Wut lässt ihn dabei völlig durchdrehen. Doch die Millenniumskette zeigt ihm eine Zukunft, in der er doch nochmal gegen Joey kämpfen wird. Also weiß er, dass er hier unbedingt für seinen Freund weitermachen muss. Und dafür zieht er auch Joey wieder eine Duel-Diss an, weil sie eben schon sehr bald gegeneinander spielen werden. Er soll nämlich auch als Duellist weiterkämpfen. All seine Freunde und Duke Devlin wünschen hier dem Pharao auch viel Glück. Also wird es hier Zeit für das Duell gegen Kaiba. Sag mal, warum ist deine Jubelhorde nicht dabei, um dich anzufeuern? Sind die Kleinen etwa damit beschäftigt, Wheeler aus seinem Nickerchen aufzuwecken? Bruder, what the hell? Chill doch mal dein Leben! Naja, Kaiba hat hier auf jeden Fall richtige Komplexe und macht ihr Duell zu einem Kolosseum-Fight, wo alle ihn irgendwie anfeuern. Yugi macht doch einfach mal mit und spielt dabei Ritterkarten. Kaiba passt sich dann auch dem Feld an und spielt irgendwelche Maschinen. Beide tasten hier aber erstmal ab und greifen nicht an. Kaiba hat hier auch schon einen Plan und bereitet alles für sein Obelisk vor. Er nimmt sich nämlich hier Yugis Monster und beschwört damit Obelisk, den Auseinandernehmer. Yugi hat aber genau darauf gewartet und aktiviert die Zauberkarte Überläufer. Was er hier tun kann, weil Kaiba vorher eine Zauberkarte aktiviert hat, dies einen erlaubt, Zauberkarten im Zug des Gegners zu spielen. Aber auch Kaiba hat dafür eine Lösung. Er gibt nämlich einfach einen Cheatcode ein und kann deswegen doch nochmal seine X-Kanone opfern. Doch bevor dann Obelisk aufs Feld kommt, kann Yugi seine Karte blockieren mit seiner Falle, die jetzt eine Zauberkarte wurde. Und in Yugis Zug sind dann seine Monster wieder zurück. Dieser jedoch wartet immer noch darauf, seinen Slifer zu ziehen. Kaiba macht dann auf Mecha-Anime und fusioniert einfach mal seine Maschinen. Außerdem hat er eine Zauberkarte, mit der er sich eine Karte von Yugi snacken kann. Also hat er nun Slifer auf der Hand. Yugi hat aber hier schon vorgesorgt, denn mit der Karte Austausch holt er sich seinen Boy wieder zurück. Kaiba macht deswegen noch mehr auf Mecha Protect und fusioniert zu seiner XYZ-Kanone. Das löst aber hier eine Falle von Yugi aus, mit der er Ritter des Königs von seinem Deck spielen kann. Und wenn er eben Ritter des Königs und Ritter der Königin hat, kann er damit automatisch Ritter der Königin-Affäre auf das Spielfeld rufen. So kann er also hier seinen Boy Slifer aufs Spielfeld rufen. Yugi kann aber hier nicht einfach angreifen, weil Kaiba noch wegen Austausch die Fallenkarte von Yugi hat, die eben den Effekt hat, dass man Handkarten zerstören kann. Warten kann er hier aber auch nicht wirklich, weil Kaiba dann in ein paar Zügen Obelisk spielen kann. Bevor Kaiba aber sein Ass von Yugi spielt, spielt er hier noch eine andere Falle, um Slifers Attacke umzuleiten. Damit kann Kaiba dann in seinem nächsten Zug Obelisk, den Peiniger, beschwören. Doch damit aktiviert sich Slifers Effekt, mit der er eben Obelisk 2000 Punkte abziehen kann, wodurch sie nun gleich auf sind. Doch Effekte auf Göttern halten ja immer nur einen Zug lang. Was aber nicht so schlimm ist, denn bei Yugis nächsten Zug gehen Slifers Punkte wieder hoch. Obelisk hat dann aber wieder 4000 Punkte. Nur hat Yugi noch Topf der Gier, was ihm erlaubt, zwei Karten zu ziehen, weswegen er dann auch
zwei Karten zieht und zwei Karten mehr auf der Hand hat. Zum Glück hat aber Kaiba noch eine weitere Karte, die Yugis Battle Phase sofort beendet. Obwohl er dann damit schwächer wäre, setzt Yugi zwei Karten verdeckt, bevor er seinen Zug beendet. So kann dann Yugi Kartenzerstörung in Kaibas Zug aktivieren. Und mit seinem Monster, was dadurch auf den Friedhof gelangt, bekommt er weitere Karten zum Ziehen. Dadurch aktiviert Kaiba aber seinen Zauber, mit dem er zwei Monster beschwören kann. Schwertseele und Klingenritter. Mit einem weiteren Zauber kann er dabei Slifers Effekt blockieren. Außerdem kann er die Monster für Obelis eigenen Effekt opfern. Aber der Gott der Götter wird dabei von nichts anderem aufgehalten als Kuribo. Nun ist also Yugi wieder dran und wird wieder stärker. Doch auch Yugis Angriff blockt Kaiba mit Power Balance. Mit dieser Karte muss Yugi nämlich die Hälfte seiner Hand opfern. Yugi spielt aber dann einfach noch einen Zauber und holt Kaibas Monster aus dem Friedhof zurück. Aber für jedes Monster, was er hier verliert, verliert sein Obelis auch 600 ATK. Und durch Slifers Effekt kann Yugi sein Feld nuken. Obelis bekommt dann aber wieder 1000 ATK wegen dem Effekt von Seelenschwert. Damit geht Slifer aber immer noch nicht unter, weil Yugi auch einen Monster-Effekt aktiviert hat. Nämlich elektromagnetische Schildkröte. Damit konnte er nämlich die Battle Phase sofort beenden. Weil nun aber Kaiba wieder dran ist, kann er hier klar das Duell gewinnen. Yugi aktiviert aber seinen Zauber und opfert eine Karte, um eine neue zu ziehen. Falls diese neue Karte aber ein Zauber sein sollte, kann er sie sofort spielen. Er zieht also hier die Karte der Unantastbarkeit, mit der beide Spieler ziehen dürfen, bis sie 6 Karten auf der Hand haben. Damit ist Slife also wieder stärker und Kaiba spielt endlich seinen Ass, nämlich Yugis Fallenkarte. So muss Yugi also Karten opfern. Beide Götterkarten haben damit 4000 Punkte und schalten sich damit gegenseitig aus, was dazu führt, dass Kaiba und Yugi in einen Flashback geschickt werden. Dort sehen sie ein Duell von Kaiba und Yugi, also in ihren ägyptischen Versionen. Doch offenbar wurde Kaiba vom Stab damals irgendwie gesteuert. Jedenfalls haben sie sich voll den antiken Street Fight geliefert. Wieder zurück in der Gegenwart müssen sie hier natürlich ihr Duell zu Ende bringen. Nach einem kleinen Tänzchen schaffen es dann beide, ihre wahren Assmonster zu beschwören. Als Yugi dann angreift, kann Kaiba mit seiner Falle einen Zauber aus Yugis Friedhof benutzen. Mit Monster Wiedergeburt holt er sich also hier seinen Obelisk zurück. Mit seinem Effekt kann er hier den Angriff des dunklen Magier blocken und auf Yugi zurückwerfen. Doch nach einem Zug haut Obelis dann wieder ab. Aber mit seinem Lord of D kann er dann andere Drachen auf sein Spielfeld holen. Bevor Yugi aber verliert, erscheint ihm der Geist von Joey, der ihm das sagt, was Yugi ihm damals beigebracht hat. Die Hand hat immer Potenzial. Und so aktiviert Yugi den Rotaugen, weil der Effekt vom Lord of D von allen Spielern benutzt werden kann. Mit seiner Falle kann er dabei auch einen Angriff blocken. Sein Magnet Warrior geht zwar drauf, aber sein Rotaugen schützt er hier mit magischen Kreis, wodurch er einen der Drachen zerstören kann und dieser Move lässt auch Joey wieder wach werden. Mit Kaibas Fallenkarte können dann alle Monster nur noch im Angriffsmodus sein und man muss abseits von 3 Karten all seine Karten auf den Friedhof schicken. Damit nutzt Kaiba Wiedergeburt und Fusion, um sein ultimatives Monster zu spielen. Doch mit Yugis Zauberkarte Doppelzauber kann er dann die gleichen Zauberkarten wie Kaiba in seinem Zug benutzen. Also holt er sich hier Buster Blader wieder und spielt Fusion. Und damit kann er auch sein ultimatives Monster erschaffen, nämlich den dunklen Paladin, der stärker ist, weil er eben für alle Drachen auf den Friedhof extra Punkte bekommt. Und bei Kaibas Angriff nutzt er seinen Zauber, den Kaiba aber sofort kontert, womit er Paladins Punkte klauen kann. Aber einen Trick hat Yugi noch im Ärmel, nämlich Defusion. Damit ist Yugi wieder stärker und mit einem weiteren Zauber kann sein Monster alle von Kaibas Monster gleichzeitig angreifen. Damit köpft Yugi alle 3 Waifus, zerstört Kaibas Harem und gewinnt damit das Duell, wodurch er nun auch im Besitz von 2 Götterkarten ist. Yugi macht ihm aber klar, dass ihm selbst klar geworden ist, dass in allen Menschen tief drin verankert der wahre Feind lauert. Denn Wut und Zorn muss jeder von uns irgendwie bändigen können. Alter, hätte Yugi ein Duell, nur ein Duell mit Eren Jäger gehabt, dann wäre so einiges gar nicht passiert. Außerdem konnte Yugi auch nur durch das Band der Freundschaft so stark werden. Joey will dann übrigens das Spiel um Platz 3 machen, aber bei dem wird er schnell rasiert.
Ishizo sagt ihm dann auch nochmal, dass er damals im alten Ägypten eigentlich der beste Homie vom Pharao war. Er möchte aber hier nichts von dieser ganzen Schicksalskiste hören. Er interessiert sich nämlich nur für Kinderkartenspiele. Doch sein Bro Mokuba macht ihm dann auch klar, dass Yugi und die anderen eigentlich schon längst ihre Freunde geworden sind. Kaiba soll also aufhören, so voller Hass zu sein. Er wünscht sich nämlich hier, dass Kaiba wieder zu dem wird, der er einst war. Der Kaiba, der Spaß an Duellen hatte. Wie dem auch sei, damit geht es jetzt ins Finale gegen Marek. Doch bevor es losgeht, hat Kaiba ein Geschenk für Yugi. Nämlich eine Karte, mit der er den geflügelten Drachen des Ra aufhalten kann. Natürlich vertraut Yugi Kaiba und legt damit sofort los. Marek ist auch voll thirsty auf das Match. Er macht das Ganze auch hier zu einem Duell, bei dem man einfach Seele opfern muss, wenn man Punkte verliert. Gleich zu Anfang kann Marek auch mit einem Effekt den geflügelten Drachen des Ra auf den Friedhof schicken. Yugi bereitet dabei seine Rittertaktik vor. Doch das geht hier in die Hose. Marek hingegen opfert seine gesamte Hand, um mit einer Falle Monster-Wiedergeburt zu bekommen. Was sich gut anbietet, da Yugi damit Austausch spielt. Yugi specialt dann seine Königin und mit dem König auf dem Feld kommt auch die Affäre nicht davon. Erstmal ist Yugi hier aber verwirrt, weil Marek mit der Karte der Unantastbarkeit Yugi freiwillig mehr Karten auf die Hand gibt. Sogar Slifer ist so auf seine Hand gelangt, womit er ihn auch hier beschwören kann. Marek verliert das Duell aber hier nicht wegen seiner Zauberkarte, denn mit dieser kann er Monster Wiedergeburt spielen und auch so seinen geflügelten Drachen des Ra zurückbringen. Dabei setzt Marek auch seinen Effekt ein. Für 1000 Life Points kann er nämlich einfach so Slifer deleten. Aber wegen der Zauberkartenregelung geht auch Ra im nächsten Zug wieder auf den Friedhof. Doch dafür hat er schon eine Fallenkarte parat, womit er hier Wiedergeburt von Yugis Friedhof wiederbekommt. Yugi wettet bei seinem nächsten Zug aber einfach mal darauf, dass er die Karte von Kaiba ziehen wird. Was er sogar tut und sie einfach direkt platziert und seinen Zug beendet. Durch seine Zauberkarte feiert Ra also hier wieder einen Comeback und Marek rappt wieder los. Dieses Mal jedoch fusioniert er mit Ra, um seine Angriffspunkte zu boosten. Yugi kontert aber seine Attacke mit Kaibas Geheimwaffe. Diese erlaubt es ihm nämlich einen Token zu beschwören, der seinen Gegner reflektiert, also kopiert. Wenn diese auch zerstört wird, verliert sein Gegner die Punkte, die er selbst als Life Points hat. Marek kann aber seinen Angriff hier nicht mehr zurückziehen. Die Bombe geht also hoch, Marek sollte damit verloren haben, aber er steht einfach immer noch, weil er, naja, Defusion gespielt hat und sich selbst defusioniert hat. Damit gehen Ra und Wiedergeburt auch mal wieder auf den Friedhof, wodurch er im nächsten Zug wieder das gleiche machen kann. Yugi behält dann seinen Token und aktiviert das Schattendoppelgänger Jutsu und kann so das allererste Mal Obelisk, den Ehrennehmenden, spielen. Und mit ihm kann er Marek eine richtige Schelle geben. Weil Marek aber mehr Punkte hatte durch die Defusion, ist er hier noch im Spiel. Das hat zwar wehgetan, aber Marek hat auch das genauso gewollt. Er hat nämlich hier noch eine Falle. Diese wird nämlich jetzt genau zu dem, was Marek angegriffen hat, aber nur zu 3/4. Damit hat er also einfach Obelisk kopiert. Als nächstes holt er dann seinen Wiederbelebungs-Gem und fusioniert seine beiden Slimes. Dieser Schleim bleibt vom Aussehen aber irgendwie gleich. Jedenfalls kann Yugi den Schleim nicht mehr besiegen, weil er einfach immer wieder respawnt. Yugi kann aber nichts geschehen, solange das dunkle Magermädchen auf seiner Seite ist. Naja, doch, weil mit einer Falle wehrt Marek einfach alles ab. So kann er Yugi also mit dem Effekt doch nochmal richtig schön wegburnen. Der wahre Marek übernimmt dann auch mal wieder die Kontrolle über Thea und bittet darum, ihn selbst mitsamt seiner bösen Seele ein für alle Mal auszulöschen, weil er eben seinen Fehler mittlerweile eingesehen hat und weil er eben weiß, dass Yami Marek seinen Vater auf dem Gewissen hat. Aber man kann Yami Marek nicht wirklich böse sein, wenn man sieht, wie sexy er einfach Karten zieht. Jedenfalls kann er mit seinem Zauber für 2 Karten seine Monster-Wiedergeburt zurückholen. Im nächsten Zug kommt dabei also Ra wieder. Die beiden Yugis wollen dann zwar den wahren Marek nicht umbringen, doch Yugi kommt die Idee, dass der Schlüssel, den Kampf zu gewinnen, darin liegt, Ras Kampfmodi auszunutzen. Wenn Marek mit Ra fusioniert, ist eben der beste Moment, um eben zuzuschlagen. Wegen seinem Monster bekommt Marek auch hier wieder LP dazu und beschwört dann wieder Ra. Mit seinem Effekt möchte er dann auch Obelisk vernichten. Doch Yugis Karte Monster-Wiedergeburt konnte hier Slifer zurückholen und ihn beschützen. Doch auch Marek hat noch eine Zauberkarte, mit der er wieder in die Battleface geht und sein Monster zurückholt. Dabei fusioniert er auch mit Ra, um sich mal wieder zu boosten. Er opfert auch all seine Monster, um seine ATK weiterhin in die Höhe schießen zu lassen. Bevor er hier jedoch das ganze Spiel beendet, spielt Yugi die Karte Seelenräuber. Damit kann er Ra, der mit Yami Marek fusioniert ist, als
Tribut anbieten. Was er aber nicht tut. Er opferte mich hier den ägyptischen Slime. Weil dieser ja aus zwei Monstern besteht, kann er dadurch den Effekt von Obelisk aktivieren. Soul Energy Max. Wodurch Obelisk einfach mal so unendlich ATK bekommt. So kann er also die Gotto Hando Impacto einsetzen. Doch natürlich hat er noch einen Trumpf, nämlich Klassensystem. Wenn ein Monster ein gleiches oder höheres Level als das von Marek hat, werden seine Angriffe und Attacken negiert. Das Momentum schwingt also wieder um und Marek greift an. Doch auch Yugi spielt dabei einen Zauber. Durch sein dunkles Magier-Mädchen kann er während dem Angriff zwei Monster opfern und damit den dunklen Magier aufs Feld rufen. Der Angriff geht damit auch daneben. Außerdem aktiviert er Ragnarök. Mit zwei Magiern auf dem Feld kann er alle Monster in seinem Deck, Friedhof und Hand opfern, um ein Monster von Marek zu zerstören. Dabei droht Marek aber damit, dass mit seiner Niederlage der andere Marek sterben würde. Also stoppt Yugi seine Attacke. Zu ihrem Glück kommt aber Odion wieder zurück. Sein Tokno-Jutsu kann Marek erreichen. Dieser muss nämlich weiterleben, nicht weil er ein Grabwächter ist, sondern weil er ein Mensch ist. So kann der OG Marek langsam wieder die Kontrolle gewinnen. Er bittet Yugi dabei, mit der Attacke durchzuziehen. Und mit Hilfe von all seinen Monstern schafft es Yugi hier, Ra zu zerstören. Und die Magier sorgen dabei für den Rest. Die Lebenspunkte von Marek gehen damit auf einen einzigen Punkt. Der echte Marek kann sich trotz dieser immensen Attacke hier immer noch halten. Und da sie die Plätze getauscht haben, kann Marek das Duell hier einfach aufgeben und damit beenden. Wodurch Yami Marek nun ein für alle Mal aus der Welt geschafft ist. Und Yugi ist damit der Champion von Battle City geworden, der nun im Besitz ist von allen drei Götterkarten. Ach ja, und all diejenigen, die ihre Seelen verloren haben, sind nun auch frei. Aber das mit den Karten ist cooler. Außerdem bekommt Yugi nun Zugriff auf Mareks Tattoo, wodurch er versteht, dass die Ishtars sich so immensen Schmerzen ausgesetzt haben, um die Erinnerungen des Pharao zu erhalten. Und da er sich nun bewiesen hat, erfährt er endlich, an welchem Ort er seine Erinnerungen zurückbekommt. Ach ja, und weil dabei ihre ganze Insel explodiert, wäre Kaiba eigentlich gestorben. Aber der Multimilliardär hat ein Schiff in Form von einem weißen Drachen, also ist alles irgendwie Gucci. Also, der Arc ist vorbei und natürlich gibt es hier den großen Payoff vom Rematch. Joey Wheeler gegen Yugi Pharao Muto. Ja, nur wird das Duell geskippt, weil wir den Filler-Arc bekommen. Irgendwie sind nämlich alle Duel-Monster echt geworden. Ach ja, und Yugis Götterkarten wurden auch geklaut. Ja, und welche krassen Gegner können sich wohl jetzt nach den ägyptischen Grabwächtern auftun? Die Sons of Anarchies. Erstmal muss er aber hier gegen den Handlanger kämpfen, der zwar schwach ist, aber mit dem Siegel des Orikalkos einen heftigen 500 ATK Boost bekommt. Außerdem verliert man seine Seele, wenn man verliert. Also quasi Schattenspiele, nur in grün. Und ja, selbst mit den geboosteten Obelisten im Peiniger verliert der Typ hier. Rebecca, die ein übertriebener Filler-Charakter ist, fillert sich dann auch in den Ark und ihr Filler-Vater erklärt ihr dann, dass es eine Filler-Prophezeiung gibt. Nämlich eine, die 10.000 Jahre zurückliegt. Ja, der Gegner für diesen Ark ist Darth. Er braucht die Götterkarten, um seinen Gott wiederzubringen. Irgendwie öffnet er auch eine Tür zwischen der echten Welt und der Duel-Monster-Welt und deswegen kommt es dazu, dass Yugi irgendwie träumt und in dem Legend of Zelda-Schloss aufwacht. Dort trifft er das dunkle Magiermädchen, was um Hilfe bittet. Yugi ist der Grund auch scheißegal, weil, kommt schon, für das dunkle Magiermädchen würde er alles tun. Deswegen zieht er hier das Schwert und bekommt irgendwie einen krassen Drachen. Den kann er dann benutzen, um eine Katastrophe in der echten Welt abzuwehren. Wegen dieser ganzen Sache bekommen sie dann noch ein Tape von Pegasus, der mit Yugi in Person reden möchte. Also geht's auf nach Amerika, wo sich Rex und Weevil auch irgendwie dazuschleichen. Auch Kaibas Firma geht wieder in den Bach runter, weil irgendein Dude alle Aktien wegkauft. Dahinter steckt auch wieder Pegasus, der das aber nur tut, um Kaiba eben zum Reich der Duellanten zu bekommen. Bei ihrem Duell kommt dann aber raus, dass eigentlich einer der Orikalkos-Heinis dahinter steckt. Nämlich Alistair, der Rache haben möchte. Also wird auch ihr Duell ein Orikalkos spielen. Er möchte ihr auch Rache, weil Kaiba irgendwie den Bruder von Alistair umgebracht hat. Weil dessen Vater ja Militärwaffen hergestellt hat, haben die in anderen Ländern gewütet und so ist der Bruder gestorben.
Ja, Alistair meint damit die Militärwaffen, die Seto sofort abgeschafft hat, um eine Firma zu erschaffen, die ein Hologrammsystem für Kinderkartenspiele entwickelt. Wenn es peinlich wäre, hier zuzugeben, dass er im Unrecht ist, macht er einfach weiter. Kaiba hätte hier auch verloren, aber naja, er wurde ebenfalls vom dunklen Magiermädchen gerettet. Auch er wollte ihre Story nicht hören, denn sie hat gesagt, dass er einen neuen coolen Drachen bekommt und der Rest war ihm eigentlich egal. Jedenfalls ist das Gimmick der Drachen, dass man sie mit allen fusionieren kann und so erschafft Kaiba einen Virusdrachen. Ja, eigentlich zerstört er hier alle Monster, aber wegen einer verdeckten Karte endet ihr Duell doch nochmal in einem Unentschieden. Also, in Amerika wird unsere Gruppe dann von Bikern gejagt. Aber keine Sorge, Mai besiegt sie und sie ist jetzt auch böse und hat sogar Pegasus Seele geradet. Sie möchte auch hier Rache an Joey nehmen. Mit dem Siegel von Orichalcos. Ja, sie hat jetzt starke Komplexe, weil sie stärker werden wollte und ist dabei irgendwie in eine Sekte gerutscht. Nach Battle City hat sie zwar Turniere gewonnen, doch alle haben immer nur von Yugi oder Joey geredet. Sie stand also immer in ihren Schatten. Deswegen nutzt sie nun ein Kinderkartenspiel, um die Seelen anderer Menschen zu rauben. Gut, eigentlich hat sie hier voll den Schaden von der Sache mit Marek genommen. Sie hat nämlich Angst, wieder ein Duell zu verlieren und damit auch alles andere in ihrem Leben. Ja, zu schade für sie, dass Joey auch auserwählt ist und so den Drachen Hermos bekommt. Dieser macht er dann zu einem Hammer und mit Anime-Filler-Kräften macht er Mai dann fertig. Bevor sie aber ihre Seele verliert, nutzt der eine Orichalcos-Typ Filler-Hex und kann das Siegel auflösen. Dann geht jeder seine Wege und Kaiba kommt auch dazu. Wodurch unsere Truppe dann von Pegasus, der sich vorher aufgenommen hat, erfährt, dass die Organisation von Darts, nämlich Doma, hinter dem Kauf von Kaiba und Pegasus Firma steckt. Außerdem sind sie schon jahrtausendelang für verschiedene Events in der Geschichte verantwortlich, also quasi die Illuminatis, nur mit Yu-Gi-Oh! Karten. Nach einer Weile kommt es dann dazu, dass der Pharao sein Duell mit Raphael hat. Dieser spielt aber nicht das Siegel von Orichalcos. Er ist nämlich eher so wie Marco Tsunami drauf und droppt seinen Flashback. Damals war er rich und hatte von seiner Fam neue Karten zum Geburtstag bekommen. Dann sind alle gestorben und er war gestrandet. Das einzige, was ihm blieb, waren eben Yu-Gi-Oh! Karten. So lebte er also 3 Jahre lang, bis er versucht hat zu flüchten und dabei verkackt hat. Zu seinem Glück hat ihn aber Darts gerettet. Dann ist er Model geworden. Weil er aber keinen Bock hatte, als Tokyo Revengie zu leben, wurde er dann von Darts komplett aufgenommen. Aber scheiß mal auf seinen Flashback, Yugi hat einfach mal neue Kuribos. Ja, Raphael ist auch auf der Seite von Doma, weil die Menschen ihren Planeten nicht schätzen und immer mehr zerstören. Außerdem wirft er auch Yugi in eine Identitätskrise, weil er ja damals ein grausamer Pharao hätte sein können. Er soll hier beweisen, dass er ein guter Pharao war und spielt damit die Karte Austausch, wodurch Yugi die Karte Orichalcos auf die Hand bekommt. Also, nachdem der Pharao in diesem Duell verkackt, will er hier das Siegel von Orichalcos spielen. By the way, das ist hier kein Schattenduell und sie sind auch nirgendwo angekettet. Hier zu verlieren würde also rein gar nichts verändern. Aber das dunkle Magermädchen ist in Gefahr, zerstört zu werden. Und deswegen spielt er das Siegel von Orichalcos trotzdem. Ja, dafür habe ich volles Verständnis. Er spielt dann eine Schildkröte und beginnt, seine Monster zu opfern. Was irgendwie voll schlimm ist. Obwohl es vorher niemals ein Problem gewesen ist. Aber für diesen Arc hier ist es irgendwie voll schlimm. Naja, durch seine Mama, Raphaels Bosskarte, kassiert der Pharao auch hier eine absolut bittere Niederlage. Er ist aber nicht derjenige, der hier seine Seele hergibt, sondern der kleine Ehrenmann Yuke opfert sich hier für seinen Partner, weil er den Pharao vertraut, dass er ihn um jeden Preis zurückholen wird. Ja, weil Raphael aber ehrenlos ist, wirft er den Pharao dann einfach eine Klippe runter. Nach einem echt langen und traurigen Depressionsarc trifft Yami Yugi dann auf einen Zug auf Weevil, der nun ein Orichalcos-Heini geworden ist. Ja, Joey gewinnt dabei sein Duell gegen Rex ziemlich easy. Weevil hingegen triggert den Pharao damit, dass er so tut, als würde er die Karte zerreißen, wo Yugis Seele drauf ist. Das hätte er aber echt nicht tun sollen, weil so dreht Yami komplett durch und nutzt die Karte Berserker Soul. Damit kann er nämlich so lange weiter angreifen, solange er eine Monster-Kado zieht. Monster-Kado! 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 Thea stoppt ihn aber dabei und das Siegel tut dann den Rest. Weil der Pharao also richtig ausflippt, muss er erstmal auf sein Schild klarkommen und dabei helfen ihm 2 Obdachlose. Außerdem muss er gegen Yugi irgendwie in ein Duell packen, um die Dunkelheit in seinem Herzen zu bezwingen. Ja, das ganze Duell diente hier dazu, dem Pharao beizubringen, dass er seine Monster schätzen soll. Was er, wie gesagt, vorher eigentlich schon getan hat, aber irgendwie ist es in dieser Season voll das Problem. Weil dann aber eine Armee von irgendwelchen Monstern angreift, muss der obdachlosen Opa mit seinen Ninja-Skills sein Leben lassen.
Ja, ist aber nicht schlimm, weil die beiden Filler-Charaktere hier sind sowieso schon vorher tot gewesen. Auf Kaibas Privatflug wird er dann wieder von dem Odikalkos-Typen genervt. Und wegen seinem Siegel spielen die einfach dann unter einem romantischen Nachthimmel. Das nutzt Alistair aber hier aus, um Kaiba in einem Flashback zu fangen. Dabei stirbt auch sein Fake-Bruder und Kaiba wird klar, was ihm auch von Anfang an in diesem Arc klar war. Krieg ist scheiße. Hat er vorher gesagt, hat Alistair aber nicht gejuckt. Alistair will also hier eine Welt ohne Waffen schaffen und deswegen muss er Kaiba auslöschen. Der Hersteller eines Kartenspiels für Kinder. Junge, Kaiba macht hier sogar auf Yugi, zieht seinen anderen Drachen und kombiniert ihn mit dem Blauäugigen, um die ultimative Waifu zu schaffen. Damit kann Alistair auch auf Ehre seinen Bruder jetzt besuchen gehen. Darts macht dann weiter damit, auf der ganzen Welt irgendwelche Orikalkos Warriors rumwütend zu lassen. Damit tut er aber Kaiba und Yugi einen Gefallen, weil sie damit eben voll cool mit ihren Monstern fighten können. Doch erst einmal besten sich hier Joey und Valen. Dafür nutzt Joey seinen Drachen, um eine geile Rüstung wie eben Valen zu craften, damit die beiden sich richtig fetzen können. Also, die hauen sich so literally auf die Fresse. Und das ist wirklich das männlichste Duell, was ich jemals gesehen habe. Weil Valen dieses aber schlussendlich verliert, wird seine Seele dabei geraidet. Joey bekommt aber keine Pause, weil Mai direkt weitermachen möchte. Durch ihr Duell kommt es zwar dazu, dass Mai nach einem sehr langen Rache-Arc wieder zur Vernunft kommt, aber Joey ist derjenige, der das Duell hier verliert, wegen seinen Wunden aus dem Kampf von vorher und damit wird seine Seele geraidet. Weil Mai dann aber auch von Raphael aufgehalten wird, bekommt Yugi dann die Karte von Joey von diesen zugespielt. Yugi ist aber dieses Mal bereit auf ihre nächste Runde, denn er hat hier noch krassere Kuribus als eben am Start. Die beiden betteln sich hier also richtig krass und Yugi kommt dabei auch richtig ins Schwitzen, denn er kann als König der Spiele ja nicht seine Niederlage gegen Raphael von vorher so stehen lassen. Durch seinen Dragon kann er aber mal wieder die Hex aktivieren und ihn fusionieren, womit er eben Raphaels Mami auseinandernehmen kann. Weswegen dieser seine Mami dann im Friedhof lässt, um ein stärkeres Monster zu beschwören. Damit sagt Timaeus wieder Ciao und Tschüss und Raphael tut hier eigentlich das Gleiche, für das er Yugi eben verurteilt hat. Yugi zeigt ihm aber dabei ein Licht, was noch viel heller scheint als alles andere, nämlich sein dunkles Magiermädchen. Mit seinem Zauber aktiviert er dabei die Beyblade-Funktion des Siegel und bringt sie so in einen Flashback oder so. Ja, wir sehen dort, dass er ziemlich traurig ist wegen seiner Familie, aber Darts war derjenige, der ihn aus seiner Tragödie rausgeholt hat. Wie dem auch sei, das dunkle Magiermädchen vereinigt sich dann mit dem Dragon und wird überkrass. Doch Yugi geht weiter down und hat beinahe verloren. Doch mit Monster Wiedergeburt holt er hier Raphaels Mutti wieder, spielt Hermes von Joey und fusioniert die beiden. Also schlägt der Raphael hier mit dessen eigenen Monstern. Dieser hat seinen Fehler also eingesehen und beschwört seine Monster, damit sie eben nicht auf dem Friedhof bleiben müssen. Und wegen der Karte, die er vorher aktiviert hat, verliert er Life Points und damit eben auch das Duell. Doch wegen der Kraft von seiner Family und seinem Hex-Siegel des Orikalkors, was er noch hatte, wird seine Seele hier nicht geraidet. Was egal ist, weil er 5 Minuten danach sowieso drauf geht. Also, damit geht's zum Final Showdown mit Darts. Und hey, Raphael lebt doch noch irgendwie. Wie dem auch sei, hier duellieren sich Kaiba und Yugi und zusammen müssen sie hier aufpassen, dass nicht auffällt, dass ihre Combo-Moves, die sie hier durchziehen, vorher einstudiert worden sind. Darts kann hier aber nichts passieren, weil er bei seinem Angriff einfach mal alle in den Flashback reinjuckt. Damals im alten Atlantis haben sie nämlich durch das Orikalkos richtig krass viel Energie bekommen und so eine übertriebene krasse City aufgebaut. Doch dadurch wurden die Menschen irgendwann richtig böse, weil ihr Wohlstand sie eben komplett verkommen ließ. So wie in unserer aktuellen Gesellschaft. Und ja, Yu-Gi-Oh! Ist hier so deep gegangen. Irgendwann kam es also zum Krieg und Darts Wifey ist dabei gestorben, weil sie eben zu einem Monster wurde, Darts angegriffen hat und er nicht wusste, dass er hier seine Wifey umbringt. Darts nahm dann also ein Stück des Orikalkos an sich und sah so die Wahrheit. Das Orikalkos war nämlich kein Wunder, sondern Dunkelheit, die die Menschen für ihre Sünden bestrafen soll, da sie den Planeten so schlecht behandelt haben. Das Orikalkos ist eben ein Test für die Menschheit. Deswegen bringt das Orikalkos auch die wahre Dunkelheit im Menschen zum Vorschein. Darts ist also durchgedreht und dachte, dass er den Willen des Orikalkos führen muss. Um den Planeten zu retten, muss er eben die Menschheit zu einer Evolution bringen. Die beiden Obdachlosen, die Yugi vorher getroffen hatte, waren übrigens wichtig, weil sie zum einen der Vater und die Tochter von Darts gewesen sind. Sie haben jedenfalls damals gegen ihn mit den Dragons gekämpft. Bevor sie aber gestorben sind, konnten sie eben übelste Siegel-Action raushauen und so in verschiedenen Dingen der Erde alles versiegeln. Nun ist Darts aber wieder am Start und wird das zu Ende bringen, was er damals begonnen hat.
Weil seine Monster auch voll die krassen Effekte haben, können Yugi und Kaiba ihn auch nichts anhaben. Es wird hier sogar schlimmer, denn Darts nutzt einfach mal ihre Freunde als Monster. Dadurch ist ihr Drache Geschichte. Aber gleichermaßen bekommt, naja, Kaiba auch Motivation, Joey hier anzugreifen. So oder so, die beiden Boys gehen hier im Kampf völlig unter. Raphael kommt dann auch dazu und findet dabei heraus, dass eigentlich Darts hinter all ihren Tragödien steckt. Er hat Alistairs Family weggenukt, das Waisenhaus von Velen in Brand gesetzt und Raphaels Familie mit einer Welle zu Marco Tsunamis Vater geschickt. Er möchte also hier kämpfen, aber wird sofort geradet. Durch Kaibas Drachen können sie dann zwar die Ritter besiegen, aber daraufhin spielt Darts seine Matroschka. Deswegen geht Kaiba hier drauf, aber lässt vorher Yugi noch ein Geschenk da. Darts möchte dann den Pharao manipulieren, indem er ihn eben eintrichtert, dass er nur wieder in dieser Welt ist, um eben als Opfer die Welt in den Untergang zu stürzen. Yugi kann sich hier aber nochmal aufraffen und fängt an, richtig zu kochen. So kann eben mit einer Special-Karte die drei Drachen in Ritter verwandeln. Der eine hat dabei sogar eine Zorro-Narbe. Damit kann er seinen Susanoo schwächen und auch mit Spiegelkraft seine Power zurückhauen. Doch damit beschwört Darts auch sein wahres Ass, nämlich den Leviathan, der nun das Duell gewinnen wird. Bevor Yugi und seine Ritter dann aber draufgehen, aktiviert er eine Falle, mit der er das dunkle Magiermädchen beschwören kann. Wenn seine Lifepoints nämlich auf 0 gehen, aktiviert sich die Falle und dadurch kann er erst verlieren, wenn das dunkle Magiermädchen zerstört wird. Das bedeutet nichts anderes, als dass seine Seele mit ihrer Seele fusioniert ist. Dann erschafft er einen Saint Seiya Ritter aus seinen Rittern und mit ihm zersäbelt er Darts, wodurch er gewinnt und die Seelen seiner Homies befreit. So bekommen sie also die Götterkarten zurück, aber die Sache mit Darts muss ja noch geklärt werden. Sie springen also nochmal in die andere Welt und regeln dort auch die Angelegenheit. Womit Darts jetzt wieder happy ist und in seiner Welt weiterleben kann. Wie dem auch sei, der Filler-Arc ist vorbei. Damit kommt noch ein Filler-Arc, aber Leute, den skippen wir komplett, weil, keine Ahnung, Turnier-Arc, die Battle ein bisschen, Yugi gewinnt. Also, kommen wir zum allerletzten Arc. Wir legen hier los mit einem Flashback, als Yugis Opa 1960 noch richtig fresh unterwegs war. Er war damals der ultimative Gambler, der jedes Spiel gewonnen hat. Also hörte er irgendwann von den Spielen der alten Ägypter und wollte diese mal abchecken. Also macht er sich auf in eine Grabkammer. Dabei ist er aber einfach mal in ein Mr. Beast Video geraten bei den ganzen Challenges, die er sich stellen musste. Er wäre draufgegangen, aber der Pharao hat ihn dabei irgendwie gerettet. So fand er also damals das Puzzle und die Geschichte nahm ihren Lauf. Weil Yugi in der Gegenwart dann nachts auf Bakuda trifft, erfährt er, dass das Sammeln der Millenniumsgegenstände dazu dient, die Tür zum Jenseits zu öffnen. Doch fürs Erste lässt er ihn in Ruhe, da ihr wahrer Showdown der Spiel der Schatten schon sehr bald beginnen sollte. Auch Kaiba geht Bakuda damit auf die Eier, weil er, naja, mal wieder seinen Bro entführt. Also gibt es hier ein Schattenduell von den beiden. Doch bei diesem Duell bekommt Kaiba wieder Flashbacks von seiner Waifu. Passend zu dem Arc hat Bakuda hier auch Zauberkarten die Monster wieder in Steintafeln verwandelt. Weil Bakuda dann aber merkt, dass er im Kampf verkackt. Naja, beendet er das Duell und zieht erstmal alleine. Doch dafür bekommt Kaiba hier das Auge von Pegasus. Als eben Einladung für Bakudas ultimatives Duell der Schatten in Ägypten. Für Yugi geht es dabei also endlich nach Ägypten und dabei reist er mit ziemlich viel Ballast. Naja, weil er eben Thea mitnimmt. Und ich würde zwar gerne Tristan dissen, aber er hat sich in diesem ganzen Verlauf echt bewiesen. Wie dem auch sei, angekommen in Ägypten, treffen sie dann auf die Grabwächter-Crew. Thea gibt dem Pharao hier außerdem ein Souvenir für den Flughafen mit, wo er seinen Namen draufschreiben soll, damit er ihn nicht vergisst. Yami Yugi nutzt hier also die Götterkarten und mit der Steintafel, die vorher in Domino City war, aber jetzt wieder in Ägypten ist, kann er irgendwie in den Flashback reinreisen. Bakura kann hier auch mitkommen, weil er ganz zu Anfang von Battle City sich selbst ins Puzzle eingebrannt hat. Also, wieder zurück zu Hause hat Yami diesen anderen Drip. Außerdem erkennt er in seinen Untergebenen seine Freunde wieder. Anders als Bakuda, der damals nichts mehr war als ein Sklave. Pyramidenarchitekt. Er kann sich hier befreien und seinen Plan in die Tat umsetzen. Ja, also Yugi schaut dann irgendwie live zu, dass damals einfach irgendwelche Monster die Menschen kontrolliert haben. Mit den Millenniumsgegenständen konnten sie diese Monster auch damals in eben Steintafel eingravieren. Bevor er diese aber testen kann, greift Bakuda hier mit seinen Männern an. Außerdem hat unsere Crew auch mitbekommen, dass Bakuda mitgegangen ist. Deswegen joinen sie hier mit Hilfe von Shadi nach. Yugis Wachen können hier auch gegen Bakuda nichts unternehmen, weil seine dunkle Seite einfach zu krass ist. Sein K ist eben
viel zu mächtig. Deswegen zücken Yugis Wachen hier ihre Dual Disc. Ja, mit absolut krasser Alchemie können sie nämlich Monster von ihrem Tempel aus beschwören. Weil Bakura aber das Grab von Yugis Vater ausgegraben hat, kann er hier genauso gut mitkämpfen. Für ihn ist sein Vater auch ein absolutes Monster, da er damals die Millenniumsgegenstände erschaffen hat. Bakura ist nämlich der Meinung, dass diese Gegenstände einen zur dunklen Seite verführen. Außerdem scheint er hier auch etwas zu wissen, was keiner der Wachen von Yugi weiß. Jedenfalls kacken sie hier zusammen gegen Bakura alle voll rein, weswegen Yugi ernst macht und die Götter beschwört. Bakura kann hier aber irgendwie mit seinem Monster die Attacke vom blauäugigen weißen Drachen anwenden. Fürs Erste bindet er bei hier seinen Zug und zieht Leine. Aber das ist egal, weil hier sehen wir die Original Waifu des dunklen Magiermädchen. Der ägyptische Seto kommt aber durch diesen ganzen Vorfall auf die Idee, den Pharao auf böse Art und Weise zu beschützen. Bakura war nämlich so stark wegen seinem Hass. Also kam er auf die Idee, den Hass von Banditen und Kriminellen zu verwenden, um damit starke Monster zu beschwören. Einer der Untergebenen vom Pharao spürt dann mit seinem Millenniumsring Bakura auf und zwingt ihn zu einem 1 gegen 1. Dabei spielt er auch einfach mal seine eigene Rüstung. Er schlägt sich hier zwar echt gut, aber Bakura hat einfach ein viel zu starkes Monster am Start. Weil er also keine Chance hat, entscheidet er sich hier dazu, seinen Pharao, den er schon damals beschützt hat, auf ewig zu dienen. Um ihm für seine Güte zu danken, opfert er hier seine Seele und wird so selbst zum dunklen Magier. Er haut Bakura dann richtig weg und Yugi sieht, dass Mahat sich geopfert hat, um eine starke Waffe für ihn zu werden. Deshalb hat Yugi auch immer so eine enge Bindung mit dem dunklen Magier verspürt. Also, da unsere anderen Truppe nun Yami Yugis Stimme gefolgt sind sie nun auch im Flashback angekommen und springen richtig drippy die Pyramide runter. Seto bringt Shara dann auch dazu, mit seinem Schlüssel zu checken, wie stark verschiedene Banditen sind. Dabei finden sie eine Frau, die viel, viel stärker sein soll als alles, was Shara bis jetzt gespürt hat. Unsere Leute treffen dann auch auf Bobasa, der sie irgendwie sehen kann. Er ist auch ein Geist, kann aber Dinge berühren und ist einfach mysteriöser als jeder Anime-Antagonist. Weil Bakuda auch mittlerweile das Unsichtbarkeitsperk freigeschaltet hat, raidet er hier den Bruder mit dem Millenniumsauge. Seto auf der anderen Seite bekommt hier Flashbacks, weil er Kisara von früher kennt. Er hat sie nämlich damals aus der Sklaverei befreit. Nur um damit anzusehen, wie sein eigenes Dorf niedergebrannt wurde. Aber keine Sorge, der weiße Drache hat die Übeltäter dafür hingerichtet. Wir bekommen dann einen Flashback in einen Flashback wegen eben Setos Vater. Vor 15 Jahren herrschte nämlich ein schlimmer Krieg. Um diesen zu beenden, nutzte Setos Dad dunkle Alchemie und das Millenniums Zauberbuch, um eben die 7 Gegenstände herzustellen. Er war auch der Bruder des Pharao und ließ seine Familie damals zurück, um das Land zu beschützen. Er hypnotisierte eine Armee und löschte dann das Dorf von Seto komplett aus, um eben ein riesiges menschliches Opfer zu haben. Nur hat er davon seinem Bruder, dem Pharao, nie etwas erzählt. Auch der kleine Bakura musste als letzter Überlebende darunter leiden. So konnte er also mit dem Opfer von allen Leuten die 7 Millenniumsgegenstände erschaffen. Damit hat er aber einen bösen Dämonen freigeschaltet, den er aber erstmal in die Flucht schlagen konnte. Und mit den neuen Gegenständen konnten sie die Monster kontrollieren und so jeden Angriff auf ihr Königreich abwehren. Und obwohl er seinen Sohn eigentlich zurückließ, hat er es dann irgendwie doch noch geschafft und wurde Jahre später Teil vom Hof des Pharao. Was ihn immens stolz machte, da für ihn das bewiesen hat, dass Seto der rechtmäßige Pharao ist. Wieder zurück in der Gegenwart des Flashbacks liefern sich Bakura und Yugi ein Foreshadowing auf Yu-Gi-Oh! 5Ds, indem sie eben auf Pferden ein Duell haben. Wegen seinen ganzen Monstern bekommt die Stadt hier auch extrem viel ab. Slifer kann zwar abwehren, aber geht dann down, weil Setos Dad ihn irgendwie zerstört. Dafür bekommt er auch eine ziemlich fette Strafe. Weil der Pharao damit ziemlich viele Attacken abbekommt, geht er hier beinahe down. Doch sein anderes Ich hilft ihm hier aus. Er kann sie also wieder fangen und schlägt dieses Mal mit Ra zu. So kann er Bakura richtig schön durchbrutzeln, womit es nun aus mit ihm ist. Aber dann irgendwie doch nicht, weil die Zeit einfach mal zurückgespult wird. Bakura hat es so irgendwie zurückgeschafft und kann den Pharao so nach unten schicken, wodurch er auch sein Puzzle in die Finger bekommt. Aber er hat hier nicht die Rechnung mit Tristan fucking Taylor gemacht. Naja, fürs Erste ist der Pharao hier verschollen und alle suchen nach ihm. Seto hingegen bekommt von seinem Vater hier die Wahrheit gezeigt. Er zeigt ihm, dass er die Leute gefangen genommen hat, um eben stärkere Monster zu erschaffen. Auch der Wifi ist eben hier. Ihm ist auch der Pharao egal, er braucht nur einen Nachfolger, nämlich seinen Sohn. Aber weil sich Aknadin hier an seiner Wifi vergriffen hat, stoppt Seto den ganzen Laden. Deswegen will er irgendwie beide draufgehen lassen, aber Kisara kann ihre Kraft verwenden und sich in den weißen Drachen verwandeln. Sein Vater möchte aber, dass Seto sie umbringt, um sie komplett
für sich nutzen zu können. Seto weigert sich natürlich hier. Wir erfahren dann auch, dass Bakura einen Dämonen namens Zorg beschwören möchte. Doch dafür braucht er abseits von den Gegenständen auch einen 8. Schlüssel. Nur weiß er noch nicht, was dieser sein soll. Er hat nur einen Hinweis, nämlich die Steintafel. Denn dort ist irgendwie eine Plakette eingraviert, die ein Hinweis sein soll. Naja, auf der Suche nach dem Pharao finden unsere Leute dann Mana auf. Der Pharao wacht damit auch wieder auf und hat ein Flashback von seinem Dad. Er ist nämlich eigentlich korrekt und hat sich damals bei ihren Göttern für das Erschaffen der 7 Gegenstände entschuldigt. Er bat darum, dass seine Fehler nicht seinen Sohn treffen sollten. In der Gegenwart ist auch Kaiba irgendwie mit seinem Drachenjet in Ägypten gelandet und joint dann auch der Truppe nach. Der Pharao wird also hier von seinen Leuten gefunden und sieht sich dann das Dorf an, was damals geopfert wurde, weil dort eben Bakura schon auf ihn wartet. Ohne sein Puzzle kann er hier zwar keine Götter beschwören, aber er hat immer noch seinen Mahat. Bakura sagt ihm auch hier, dass er der letzte Überlebende seines Volkes war und alles beobachtet hat. Mahat macht ihm aber hier nochmal klar, dass sein Vater kein böser Mensch gewesen ist. Er hat sich immer nur Frieden gewünscht. Weil Bakura mittlerweile hier auch 2 Gegenstände hat, kann Mahat aber nichts machen, weil sein Monster Diabound einfach zu stark ist. Weil Mahat dann doch nochmal ein Comeback machen kann, entscheidet sich Bakura dazu, die gesamten bösen Geister der Stadt aufzunehmen, um eben stärker zu werden. Aber weil Mana von Yugimoto die Beschreibung des dunklen Magiermädchen erfahren hat, kann sie irgendwie diese Karte jetzt hier beschwören. Doch natürlich bleibt Bakuras Digimon hier immer noch der stärkste. Doch auch der Pharao bekommt damit noch mehr Support. Wir erfahren dadurch, dass Bakuras Diabound so mächtig ist, weil er eben aus den toten Geistern der Stadt entstanden ist. Man könnte einfach seine Steintafel zerstören, aber Aknadin, Setos Dad, lässt das hier nicht zu. Er möchte nämlich unbedingt, dass sein Sohn Pharao wird. Er ist also hier komplett durchgedreht. Also, nachdem alle gegen Bakura untergegangen sind, will der Pharao, dass die Geister ihn für seine Sünden bestrafen. Doch dabei erscheint ihm sein Dad als eben Stand und opfert sich hier für seinen Sohn auf. Damit ist Diabound nun schwächer, weil die Geister nun weg sind und kann geradet werden. Bakura hätte damit eigentlich komplett verloren, aber versucht hier verzweifelt den Zorg-Dämon zu erwecken. Dabei löst er sich zwar auf, aber seine Stimme ist irgendwie immer noch da. Auch Aknadin ist hier und will das Ritual zu Ende bringen. Shada expost ihn zwar, dass er eben ein Verräter ist, doch er setzt hier seinen Sohn auf Mute und zeigt allen dann sein wahres Gesicht. Durch die Kraft von Zorg konnte er nämlich irgendwie hier die Zeit anhalten. Er nimmt sich also alle Gegenstände und weckt Zorg damit auf. Doch damit versteht der Pharao, dass alles, was sie durchlebt haben, nichts weiter war als ein Spiel. Eben ein Yami no RPG da. Ja, die Welt ist irgendwie nur rekreiert und sie haben Charaktere gespielt. Dieses Spiel hat hier nun eine neue Spielebene erreicht, weil die Millenniumsgegenstände zu Zorg gebracht worden sind. Also darf Bakura ihn nun als Charakter weiterspielen. Das Zeitstoppen sind auch Bakuras OP-Items. Auch die Zeit konnte er dadurch zurückspulen. So konnte er den Angriff von eben auch überleben. Er ist hier also fett am Cheaten. Also nichts Neues für Yu-Gi-Oh! Dabei hat er sogar noch ein Item in der Hinterhand. Wieder zurück im Spiel macht Aknadin auf Dragon Ball und wünscht sich, dass Seto der neue Pharao wird. Dadurch digitiert er auch zu einem richtig krassen Hexer. Sie spielen hier zwar nur ein Spiel, aber die Ereignisse, die hier stattfinden, werden auch die Zukunft verändern. Damals zum Beispiel hat der Pharao sein Leben angeboten, um eben Zorg versiegeln zu können. Dieses Mal ist es aber anders, weil Bakura als Zorg spielt, was er eben durch sein drittes Item hier kann. Bevor Yugi dann im Game stirbt, werden hier alle Leute von Yami Yugis Master Item gerettet, nämlich seinen Hasan. So zerstört er auch Bakuras Item, was eben die Zeit anhalten kann. By the way, erfahren wir auch, dass Aknadin und der Pharao damals Zwillinge gewesen sind und sein Bro nur Pharao geworden ist, weil er bei der Geburt lauter als er geschrien hat. Er fand schon immer, dass er sich mehr für das Land aufgeopfert hat und da Seto, obwohl er ihn zurückgelassen hat, den Weg zu ihm gefunden hat, geht er davon aus, dass es das Schicksal es möchte, dass sein Sohn Pharao wird. Wie dem auch sei, Kaiba ist jetzt auch hier am Start. Bakura joint damit auch wieder rein und Seto wird hier von seinem Dad mitgenommen. Der aktuelle Kaiba trifft damit auch auf seine Waifu. Yugis Leute hingegen wurden von Bakura gesplittet und müssen sich hier gegen Monster durchsetzen. Einer von ihnen geht bei der ganzen Nummer auch leider drauf. In der Zwischenzeit hat Yugi auch gecheckt, dass er den Namen des Pharao finden muss und hat deswegen auf Temple Runner gemacht. By the way hat Bakura auch Tristan übernommen und spielt hier nebenbei auch ihn. Und Seto bekommt dann auch Hilfe von seiner Waifu, was auch gut ist, weil er keinen Bock hat, mit seinem Vater gemeinsame Sache zu machen. Also fighten sie hier und Kaiba ist mies am Chillen. Durch seine Ägypten-Waifu hat er auch gelernt, dass Liebe immer heller strahlen wird als eben Dunkelheit. Doch dann stirbt leider seine Waifu.
Seto weiß mittlerweile, dass sein Vater ist und dieser leider zu einem Monster geworden ist. Also bringt er ihn hier um. Erstmal scheint es so, dass sein Vater zur Vernunft gekommen ist und hier seinen Sohn seine Power überlassen möchte. Aber das hat er nur getan, um eben Seto zu übernehmen. Yugis Ma ist zwar krass und versucht hier was dagegen zu unternehmen, aber Akhnadins Monster sind immer noch stärker. Doch Kaibas Waifu materialisiert sich dann einfach mal in ihm drin, obwohl er eigentlich in ihr drin sein möchte und löscht so Akhnadin aus. Doch sein Girl bleibt dabei leider tot. Bisok also komplett erwacht, bleibt noch etwas Zeit und Yugi weiß, dass er seinen Namen braucht, um eben Sorg zu versiegeln. Der Grund, warum Yami Yugis Freunde auch diesen herausfinden können, ist, dass nur diejenigen, die er in sein Herz lässt, auch in seine Gemächer dürfen. Bakura zeigt damit aber sein wahres Gesicht und geht in Tristans Körper schon mal vor. Weil sie ihn aber einholen, fetzen sich dann Yugi und Bakura auf gute alte Duel-Monster-Manier. Außerdem erwacht hier der Sorg-Boy. Hassan wurde aber zum Glück seit dem letzten Patch in diesem Game mies geboostet. Also, Yugis Duell. Was tut er also hier, um das große Böse aufzuhalten? Ein T-Set. Er hat hierbei von Marek gelernt und seinen Marshmallow gespielt, der Punkte abzieht und nicht sterben kann. Dann spielt er auch sein persönliches Monster, den schweigsamen Schwertkämpfer Level 0. Dieser ist auch safe wegen Yugis Zauberkarte, wodurch nur noch Marshmallow angegriffen werden kann. Bakura switcht seinen Marshmallow aber in Angriffsmodus und kann so nochmal Damage anrichten. Und Bruder, wer zum Teufel hat sich das Design von Sorg überlegt? Ich meine, kommt schon, was soll das? By the way, die echte Welt bekommt das Ganze hier auch zu spüren. Bakura möchte dann, dass Yugis Schwert-Heini seine Falle zerstört, damit Yugi den doppelten Schaden seines Monsters bekommt. Yugi skippt aber hier die Battle-Phase und negiert damit den Effekt. Außerdem wächst sein kleiner Boy hier immer weiter. So kassiert Bakura ordentliche Schellen. Und wegen dem neuen Lord of D in der Stadt geht dann auch der Boy Shada vom Pharao drauf. Yugis Schwertkämpfer wird im Duell dann auch erstmal entfernt. Bei Bakuras nächsten Angriff aktiviert Yugi dann den Effekt von Blocken, was dazu führt, dass bei seiner Zerstörung er Russell Westbrooks 3-Punkte-Wurf spezial beschwören kann. Als der dann auf den Friedhof geht, kann Yugi hier seine sicke Kombi rauslassen. So bekommt er seinen sicken Schwertkämpfer wieder. Bakura bekommt hier aber keinen Schaden wegen seinem Monster. Durch den Effekt bekommt er ihn sogar wieder auf die Hand. Durch einen weiteren Zauber kommt es dann dazu, dass Yugi ab jetzt 200 LP bekommt, wenn Karten auf dem Friedhof liegen. Doch Bakuras Friedhof wird dadurch komplett ausgelöscht und alle seine Monster chillen jetzt draußen. By the way, Ishizu ist hier zwar auch draufgegangen, also die ägyptische, aber dafür haben sie wieder die Millenniumsgegenstände, weswegen Yugis Opa so Exodia spielen kann. Exodia kann zwar hier miese Fäuste verteilen, doch am Ende hat es leider nicht ausgereicht. Also, Yugi holt hier noch einen schweigsamen Magier dazu und raidet damit Bakuras Feld. Doch sein Schwertkämpfer zieht hier irgendwie nicht durch, wegen Bakuras Falle. Durch sie kann Yugi nämlich pro Zug nur noch mit zwei Monstern angreifen. Bakura spielt dann einen Zauber, mit dem beide Spieler pro Zug Karten auf den Friedhof in Höhe der Monster, die auf dem Feld sind, schicken müssen. Da Bakura aber keinen Friedhof mehr hat, ist er nicht davon betroffen. Durch sein Puzzle kann Pharao Kun hier auch mal wieder mit seinen Götterkarten spielen. Damit gehen Yami Yugi und Bakura nun auch aktiv in die Charakter rein. Nachdem sie den heftigen Streetfight hatten, verdunkelt Bakura alles und wird dadurch stärker. Damit kann also hier die drei Boys besiegen. Mit Yugi, der wieder im Zug ist, verliert er hier auch extrem viele Karten. Das Duell geht hier so weiter, bis Yugi nur noch eine Karte in seinem Deck übrig hat. Wenn Yugi aber eins gelernt hat, dann das, dass man niemals aufgeben sollte. Er zieht also hier seine letzte Karte, opfert zwei Monster und ruft Gandora. Dieser nukt nämlich Bakuras gesamtes Feld durch seinen Effekt. Und damit darf sein Schwertkämpfer, der entfernt wurde, wieder rein und gewinnt ihm hier das ganze Duell. Seto und der weiße Drache können dann auch mal das Licht in die Welt zurückbringen. Aber nur kurz danach greift Sorg an und Kaibas Wille gibt ihm eine Duel-Disc, wodurch er hier weiter fighten kann. Tristan ist nun auch wieder frei und liefert sich einen krassen Kampf mit irgendwelchen ägyptischen Banditen. Da sie nun alle eine Duel-Disc bekommen, können sie hier auch ordentlich kämpfen. Und sie werden dann auch alle gerettet, weil sie fliegen können. Dann wird Yugi selbst zu einem Ritter und zusammen mit Kaibas Monster jagt der Sorg in die Luft. Ja, und wir erfahren auch, dass Shadi die ganze Zeit den Charakter Hassan gespielt hat. So beschützt er hier also weiter den Pharao, da Sorg noch lebt, und geht dabei drauf. Doch die Freunde des Pharaos kommen hier dazu und helfen mit ihren Yu-Gi-Oh!-Karten aus. Yugi sagt dann zwar, dass sie den wahren Namen des Pharao gefunden haben, aber dass sie nicht die Hieroglyphen lesen können, bringt das Ganze nichts. Thea hat hier aber eine fabelhafte Idee, denn mit Hilfe ihrer Freundschaft können sie fest daran glauben und so seinen Namen in die Plakette einbrennen. Naja, soll mich ja nicht weiter interessieren, dafür haben wir wenigstens den Namen des Pharao freigeschaltet, nämlich Atem. Und mit diesen kann er Sorg nun auf einem anderen Level versiegeln. Die Welt ist damit gerettet und dieses Mal konnte Sorg versiegelt werden, ohne dass sich der Pharao dafür opfern musste. Weil Atem aber dann aus dieser Welt scheidet, darf Seto nun der neue Hokage von Ägypten sein. Damit kehren wir auch wieder in unsere Welt und Gegenwart zurück.
wo wir auch sehen, dass es dem Bakura, also dem guten Bakura, hier wieder gut geht. Atem spürt auch hier, dass das Böse aus dem Millenniumsring verschwunden ist. Nun, da sie auch alle Gegenstände versammelt haben, können sie die Seele des Pharao endlich ins Jenseits schicken. Doch seine Seele kann nicht ruhen, wenn er nicht einen letzten Kampf hatte. Da Kaiba dieses letzte Duell auch nicht bestreiten darf, gibt der Yugi hier seine gesamten Karten, um irgendwie daran beteiligt zu sein, Atem zu besiegen. Yugi will sich aber hier treu bleiben und seine eigenen Karten benutzen. Also, mit allen Gegenständen beisammen, können alle anderen zum ersten Mal beide Yugis gleichzeitig sehen. Ihr letztes Duell geht hier also los und Atem haut auch richtig rein. Damit schmeckt er aber auch mal seine eigene Medizin mit den Lichtschwertern. Und Yugi spielt dann irgendwelche Robots. Doch mit der Karte Rebellion kann Atem Yugi mit dessen eigenen Monster angreifen. Yugi wusste aber, dass er das machen würde und spielt seine Falle. Da der grüne Apparat aber ein Monster von Yugi ist, bekommt er hier den Schaden. Mit einer weiteren Falle kann er aber dafür dann seine anderen beiden Apparate holen. So packt er sie in seine Falle rein und bekommt einen super Mecha. Bei seinem eigenen Angriff schmeckt er dann aber Atems Zauber, mit dem er eben auch Lichtschwerter einsetzen kann. Dann holt er sich mit einer Kombi Tokens aufs Feld, damit er eben Obelisk den Raidenden spielen kann, womit Yugis Schrotthaufen, naja, zu Schrott wird. Mit der Karte der Unantastbarkeit gibt es dann für beide wieder volle Hände. Yugi wird dann wieder angegriffen, aber mit einer Kombi an Fallen und Zauberkarten kann er seinen Schwertkämpfer wachsen lassen und so Obelisk aufhalten. Seine Falle funktioniert hier, weil sie Obelisk nicht direkt beeinflusst, sondern eben das Feld. Er kann nämlich hier Punkte abziehen dafür, wie lange diese Falle schon verdeckt liegt. Atem jedoch kontert die Falle mit einer weiteren Falle, wodurch er eben Monster von seiner Hand spezial beschwören kann. So beschwört er seine Ritter als auch Slifer. Yugi nutzt dann seine Falle. Mit einem Opfer kann er nämlich so die ATK seines Monsters boosten. Seine Apparate müssen aber trotzdem dran glauben. Weil Atem aber immer noch dran ist, spielt er dann noch den dritten Gott. Yugi bleibt hier aber tapfer und möchte allen beweisen, dass er eben den Pharao besiegen kann. Immer wieder und wieder hat er von diesen gelernt, wie ein wahrer Duellant auch im Moment der Niederlage nicht aufgibt. Doch genauso hat Atem von Yugi gelernt, dass seine Gutherzigkeit ihn immer wieder und wieder neuen Mut fassen ließ. Yugi ist hier also dran und specialt Valkyrion. Wegen Slifers Effekt verliert dieser aber sofort 2000 ATK. Mit Yugis Zauber wehrt er hier aber ab und bekommt die Punkte als Life Points. In Atems Zug greift dieser zwar an, doch Yugi aktiviert damit seine Falle. Doch erst einmal bekommt er die ganze Attacke ab, denn seine Falle zündet erst bei der letzten Attacke. Seine Monster kehren damit zurück, weil Yugis Falle sich aktiviert, wenn all seine Monster zerstört sind. Er bekommt sie und seine Life Point also hier wieder. Dann beschwört er wieder seine Magneten. Slifers Effekt kommt dann zwar wieder, aber mit seiner Falle kann er erneut blocken. Wenn Maschinenmonster nämlich betroffen sind, kann er den Effekt von Karten umleiten. So kann Yugi die Götter also schwächen. Yugi greift dann an und schmeckt die Karte Spiegelkraft. Doch er wusste, dass sie kommen würde. Erst einmal wird sein Feld also hier komplett gewiped. Das gehört aber alles zu seinem Plan. Mit einer Schnellzauberkarte bringt er nämlich Valkyrion zurück. Damit wird wieder Slifers Effekt getriggert, der auch wieder umgeleitet wird. Da Obelisk nun zu wenig Punkte hat, geht er damit drauf. Yugi defusioniert dann auch wieder seinen Krieger. Also wird Slifers Effekt wieder getriggert. Und das heißt ein weiteres Mal, dass die ATK runtergehen. Womit nun auch die anderen beiden ägyptischen Götter zerstört werden. Damit ist also wieder Atem dran und fusioniert hier zu seiner Chimäre. Die zerstört zwar Yugis Magneten, aber Yugi ist es egal. Er spielt hier nämlich einfach Buster Blader, der die Chimäre zerstört. Doch dadurch kann Yugi Baphomet vom Friedhof beschwören, den er benutzt, um ihn eben für Gilfa zu opfern. Dieser wird dann ebenfalls zerstört, aber schwächt dann als Ausrüstungskarte Buster Blader. Dank seines nächsten Zaubers muss er Yugi zwar eine Karte ziehen lassen, bekommt dafür aber Karten auf die Hand. Damit kann er nämlich Gaia als einzige Karte in seiner Hand spezial beschwören. Yugis Monster wird dann zwar zerstört, aber mit seiner Falle kann er hier seine Hexe aufs Feld rufen. Diese opfert Yugi dann für den Totenkopf. Und da die Hexe auf den Friedhof gelangt ist, kann er sein Marshmallow auf die Hand bekommen. Gaia wird dann zwar zerstört, aber Atem hat hier noch Gardner. Mit dem Topf der Gier bekommt Yugi dann Wataphon, den er dann aber Hakait für eben Drachenfluch. Durch Totenkopfs Effekt geht Gardner dann in den Angriffsmodus und wird so zerstört. Atem zieht dann aber seinen Ass und bringt den dunklen Magier mit einem Zauber wieder aufs Feld. Außerdem bekommt er eine Ausrüstungszauberkarte. So geht also der Totenkopf baden. Yugi schaut also hier ein wenig rum, doch mit Atems Messerzauber wird hier der verdeckte Marshmallow zerstört. Mit der Zauberkarte Goldener Sarkophag holt sich Yugi aber hier seine Win Condition. Erst einmal da hier aber durch den Effekt von Blockmann zwei Tribute, die er benutzen kann, um Gandora zu beschwören. So kann Yugi also alle Monster von Atem loswerden. Atem kommt aber hier nochmal mit der Falle und weicht dem Ganzen
Schützen aus. Doch dafür darf Yugi eine weitere Karte ziehen, die dann auch Atems Angriff stoppt. Dadurch kann er dann auch seinen Magier spielen. Leider kann Yami den Effekt aber hier ebenfalls für seine Waifu benutzen. Yugis Monster geht aber hier nicht so einfach down, da er dadurch eine Karte ziehen kann. Und wenn er hier einen Zauber zieht, hat er doch nochmal eine Chance, das ganze Duell zu gewinnen. Zu seinem Glück zieht er hier die Karte der Unantastbarkeit. Das triggert seinen Magier, der immer stärker wird pro gezogener Karte von eben seinem Gegner. Dadurch ist er nun stärker und Yugi hätte das Duell gewonnen. Atem hat aber hier ebenfalls noch was. Mit seiner Zauberkarte kann er hier nämlich seine beiden Magier als ein Monster behandeln und damit verliert er gerade so viel LP, dass er noch im Spiel bleibt. Dazu kommt noch, dass Atem durch Yugis Karte der Unantastbarkeit Monster Wiedergeburt auf seine Hand gezogen hat, womit Slifer nun ein Comeback macht. Doch damit ist die Zeit gekommen für Yugis Sarkophag. Die Karte funktioniert hier nämlich ein bisschen anders, als wie wir sie kennen. Yugi bekommt nicht eine bestimmte Karte auf seine Hand, sondern die Karte, die er auserwählt hat, wird für alle Spieler negiert. Yugi hat Atem also gelesen wie ein Buch und kann hier Slifers Beschwörung negieren, weil er von Anfang an wusste, dass er Monster Wiedergeburt spielen würde. Damit hat Yugi Atem offiziell überflügelt und beendet hier das Duell. Doch damit müssen die beiden Partner hier Abschied voneinander nehmen. Damit öffnet sich das Tor ins Jenseits und Atem nimmt Abschied von seinen Freunden. Joey macht ihn hierbei klar, auch wenn 100 Jahre verstreichen, sie werden immer Freunde bleiben. Und egal wie viele Jahre in unserer Welt vergehen, das was Kazuki Takahashi mit seiner Serie Yu-Gi-Oh! Geschaffen hat, wird noch viele weitere Generationen inspirieren und Freude bereiten. Danke für dieses Meisterwerk und Ruhe in Frieden. Und das, meine Freunde, ist das Ende von Yu-Gi-Oh! Naja, bis Yugi auf einen ganz bestimmten anderen Duelisten treffen sollte. So, Freunde, das wär's gewesen mit Yu-Gi-Oh! Minuten. Ich sag nicht viel. Ein Daumen nach oben würde mir sehr viel bedeuten. Support bei dem Video wäre Hammer. Ich bin fertig. Das war eine Produktion von der gesamten Woche, jeden Tag. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist, aber ich hatte Bock auf Yu-Gi-Oh! Ja, hat mich sehr fertig gemacht. Deswegen bin ich sehr froh, dass das Video jetzt hier zu Ende ist. Bin ich ganz ehrlich. Aber ja, Yu-Gi-Oh! War eine geile Reise. Ich hatte Spaß. Zum ersten Mal auf Japanisch auch. Deswegen hat mir sehr gefallen. Yu-Gi-Oh! Ist echt besser, als ich gedacht hätte. Für eine Serie, die ein Kartenspiel promoten soll, ist es tatsächlich echt gut und hat seine Themes. Leute, ansonsten lasst auch ein Abo auf den Kanal hier da. Ich bin damit raus und ja, schreibt mir in den Kommentaren, was wollt ihr noch gerne sehen von mir in Minuten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!